Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Esonecrum. Weiter geht's. Stallmeister, genau. Kreikapazität, sehr schön. Was soll ich nicht offscreen machen? Dann machen wir jetzt zusammen eben. Moment. Hab ich noch was? Weiß es gar nicht. Bin ich gemacht? Ja, bin ich gemacht, okay. Ja, nicht offscreen machen, aber machen wir eben zusammen. Analysieren, verwerten, so ganzen Kram. Es wird schön warm heute. So, Moment. Ach ja, Mundostein ist ja hier auch nicht, ne? Nee, komm, auch komisch. Kein Mundostein. Fällt mir gerade mal so ein. Ein bisschen komisch, aber egal. Müssen wir, glaube ich, da lang. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Mir sind Störungen, so. Kann mir denn niemand helfen? Forscher? Angsi? Wir möchten die eher auf Bücher fixierten Mitglieder unserer Gilde nicht diskriminieren. Wir ermutigen sie sogar sehr. Aber hier brauchen wir Abenteurer, keine Bibliothekare. Die Gilde braucht euch. Es wird gefährlich, aber wir können euch dafür entschädigen. Wofür braucht die Magiergilde mich denn? Ihr wisst ja, wie mächtige Magier sein können. Wir befehligen die Elemente oder stellen Dinge aus dem Nichts her. Wir können Wesenheiten aus dem Reich des Vergessens herbeirufen. Sogar die Realität formen, wenn wir dick auftragen wollen. Aber was, wenn wir etwas Grauenhaftes beschwören? Ein Mitglied der Magier hat etwas Grauenhaftes beschworen? Noch nicht. Aber wenn wir sie nicht aufhalten, könnte eine von Verminas Albtraumdädra sich in unserer Welt manifestieren. Dieses Portal führt zum Turm von Hexer Vanton, dem Fokuspunkt der Bedrohung. Kennt ihr noch andere Krieger? Dann scharrt sie um euch. Das wird außergewöhnlich gefährlich. Gut, ich trete durch das Portal. Sprecht mit dem Gelehrten Arlanz, wenn ihr beim Turm seid. Er wacht mit dem Rest der Magier über Hexer Vanton. Ich habe sie nur zurückgelassen, um Hilfe zu holen, als uns klar wurde, was Verminas Dädra im Schilde führen. Das Portal ist gleich hier. Schnell jetzt! Machen wir es natürlich noch nicht. Erstmal will ich jetzt hier wieder analysieren. Ach, mir. Edra und Dädra. War doch hier oben, oder nicht? Vorbeigelaufen? Da hinten ist es. Da wollte ich eigentlich hin. Wer bist du? Achso, Anschlagtafel. Ja, welche Gilde passt für euch? Haben wir schon. Päckchen, Klammer, schön, aber jetzt haben wir schon mal genug Geld. Wie ich gewinne. Ja. Zack. Nochmal 10 mehr. Sehr schön. 107 schon mal. Geht da bis maximal 200. Mit allem drum und dran. Vorsteller, wie habe ich das gemacht, ne? Nein, das geht doch daran. Habe ich nicht das gemacht? Ja, klar. Haben wir da. Nee. Fünfzehn können wir auch noch nicht. Nur 10. Haben wir nicht noch genug? Moment, mal gucken. Das sind jetzt Gegenstände. Einmal runtergehen. Ja, haben wir noch. Haben wir erst gemacht. 64 reicht jetzt mal. Das ist unwichtig. Schmuck und Bär, kann man da was? Jupp. Hm.
Tun wir es mal nicht verwerten. Können wir noch analysieren. Nicht verkehrt. Seid ihr hierher gekommen, um ein Handwerkszertifikat zu bekommen? Nö, noch nicht später. So, einmal das. Alles weg. Ja, weißen Sachen könnte man verkaufen, aber die paar Gold. Ach. Geht so schneller. Hier. Analysieren. So, verwerten. Haben wir auch gleich wieder alles fertig hier. Fehlt noch. Da. Die Schreinerbank. Noch eben kurz analysieren. Da mal was. So. Haben wir noch ein Schild? Haben wir auch. Ein Schild haben wir. Okay. So, haben wir das auch erledigt. Die Quest eben durch. Schauen, Apokrypten, Konklave des Schicksals. Ja, wie kann gedeihen? Genau, da wollten wir ja hin. Genau, und das Wahnsinn machen wir dann später. Erstmal das jetzt hier. Falls ihr ein Handwerkszertifikat braucht, nein, das will ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt kein Handwerkszertifikat lernen. Machen wir später. So, einmal hier rum. Ach, wir kriegen kein Geld. Sucht ihr nach etwas? Dann suche ich sowieso nur. Ja, Blaupausen nicht, aber Rezepte, wenn. Ist eigentlich nie verkehrt. So viel Rubidit als mir für schwere Rüstung. Mein Gott. War aber einer fleißig. Die Tränke kann man auch selber herstellen, aber will ich nicht unbedingt nehmen. Man bekommt eigentlich genug Getränke. Ach, da haben wir da schon. Müsste eigentlich irgendwo dabei stehen. Da. Ihr kennt dieses Rezept bereits. Müssen wir immer darauf achten, ganz nach unten scrollen. Schön dabei, ob wir es schon kennen oder nicht. Darauf achten. So. Ist für Magiker. Kennen wir nicht. 97. Egal. Mitnehmen. Ruhig mitnehmen. Was wir haben, haben wir. Ist nicht wichtig, aber egal. Bin ich gerade eben gekauft? Moment. Wir eben benutzen, bevor wir es doppelt kaufen. Wo sind die? Auch noch. Zack. Hä? Ach so. Moment. Hier. Soziales Nachrichten. Da sind die Gegenstände, die man gekauft hat. Die Sachen bekommt ihr immer, ja, bekomme ich ja immer. Ich meine, es sind Helfer. Davon habe ich so immer mehr als genug. Vorräte jetzt, aber da haben wir sie doch. Ja, doppelt. Verträglich. Lecker. Vielleicht köstlich. Eins haben wir doppelt, egal. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Okay.
Buchbinderei. Da war ja was. Diese Verwerfung im Schicksalsgewebe kam mir bekannt vor. Ich hoffte, Leramil würde bei euch sein. Es gibt Neuigkeiten. Wie Kagadain, genau. Scoot und ich haben höchst interessante Neuigkeiten erfahren. Die Versammlung der Meister hat von Meisterin Shelrenis jüngsten Umtrieben erfahren und ein Konklave einberufen. Sie haben vor, ihr den Rang zu entziehen und sie aus dem Haus zu werfen. Was ist der Unterschied zwischen einer Versammlung und einem Konklave? Das ist kompliziert. Die Versammlung der Meister besteht meist nur aus ihren Mündern. Die eigentlichen Meister verlassen ihre Türme selten und nie, um ihre Rivalen zu treffen. Ein Konklave allerdings ist etwas ganz anderes. Die Meister selbst sind genötigt, daran teilzunehmen. Und wie hilft uns das dabei, Meisterin Shelrini aufzuspüren und Mildes Schwarzbuch zu bergen? Versteht ihr nicht? Wenn sich das Konklave der Meister versammelt, muss Shelrini vor Ort sein, um den Anschuldigungen zu widersprechen. Dann wissen wir, wo und wann wir sie finden können. Wo wird dieses Konklave denn stattfinden? In Tel Hulen, der Turmhalle von Alt-Isra. Ich glaube, dass ich uns als Vikar in das Konklave bringen kann, wenn ich behaupte, offizielle Angelegenheiten von Necrom zu vertreten. Haus Telvanni will uns lieber wohlgestimmt halten. Daher stellen sie die Hüter der Toten nur selten in Frage. In Ordnung, ich treffe euch in Alt-Isra. Vikar oder nicht, er wird mit dem Mahl eines dädrischen Fürsten niemals Zutritt zu dem Konklave bekommen. Nicht ohne meine Hilfe. Unterschätzt Shelrini auf eigene Gefahr. Und glaubt nicht, dass ihr einfach mit dem Mahl von Hermeus Mora an euch eine Telvanni-Festung betreten könnt. Entweder werden euch Shelrinis dädrische Verbündete oder die eigenen Vorkehrungen des Konklaves entdecken, kaum dass ihr über die Schwelle tretet. Ihr könnt dafür sorgen, dass wir nicht entdeckt werden? Natürlich. War ich nicht der größte Magister meiner Generation? Wenn ich mich nicht nach Einsamkeit gesehnt hätte, wäre ich der Erzmagister geworden. Leider ist mein Spektralleib nicht allzu nützlich. Ihr werdet für diese Arbeit als meine Hände dienen müssen. In Ordnung. Was soll ich tun? Kehrt nach Telrendes zurück. Um meinen Turm findet ihr die nötigen Komponenten, um einen passablen Deckmantel der Täuschung anzufertigen. Sucht nach getrocknetem Juxkraut, einem Lamien-Schuppenschal und einer Illusionstinktur, die ich selbst geschaffen habe. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Okay, nächstes Ziel. Alt-Isra. Komm, ich bin nicht schneller. Ist das nicht hier hinten irgendwo? Genau. Geh mal da rein. Geht schneller. So, Telrindis. Übrigens, Daily Login habe ich schon eingesammelt, weil ich heute auch noch ESO aufgenommen hatte. Eine Karte wäre nützlich. Verflucht sei diese körperlose Existenz. Ich kann verstehen, warum die meisten Ahnen weiterziehen, anstatt ihre Nachkommen heimzusuchen. Ich kann mich viel schlechter an mein sterbliches Dasein erinnern, als ich das erwartet hätte. Ich erinnere mich nicht mehr, wo diese Komponenten waren. Nicht genau zumindest. Sind wir umsonst hergekommen? Natürlich nicht. Ich habe die Komponenten vergraben. Wir müssen sie in getrennten Verstecken auf dem Turmgelände finden. Ich kann mich nur nicht genau erinnern, wo ich sie versteckt habe. Sei's drum. Mit eurer Hilfe bin ich mir sicher, dass wir die richtigen Orte finden können. Was soll ich für euch tun? Setzt meine Geistersicht ein. Sie wird verborgene Orte offenbaren. Denkt daran,
Telrendis ist mein Ort der Macht, obwohl Shalrini versucht hat, ihn sich anzueignen. Hier kann ich meine Magie leicht durch euch wirken, solange ihr dazu gewillt seid. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Siegel an den Standorten angebracht, aber auf einer anderen Wirklichkeitsschicht. Setzt meine Geistersicht ein und ihr solltet sie sehen können. Die Komponenten sind unter ihnen vergraben. Wenn ihr euch einem Ort nähert, den ich wiedererkenne, sage ich euch, dass ihr meine Sicht einsetzen sollt. Alle wieder suchen. Kennen wir ja schon. Nichts Neues. So. Fangen wir mal hier an. Hier ist schon mal nichts. Wo ist es überhaupt? Ach, sind nicht so groß. Hier vielleicht? Nö. Was soll denn das? Ein Flammenmatronach. Hat die Lebens des Lebens, brauchen wir nicht. Wir brauchen Ausdauer. Ja, hier schon mal nichts. Aber ein Flachs nehmen wir mit. Eines Tages werdet ihr damit etwas Überraschendes herstellen. Damit können wir Flachsen machen. Zinnflöte, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So. Lied des Hauses Telbani. Nee, singen wollte ich jetzt nicht. Jetzt will ich euch was sparen. Hier, Geistersicht. Ihr solltet meine Siegel durch meine Geistersicht sehen können. Seht euch um. Setzt meine Geistersicht ein. Ja, bin ja schon dabei. Den Schal haben wir schon mal und... Ist es schon so lange her? Juxkraut. Diese Komponenten sehen schrecklich aus. Aber sie werden reichen müssen. Und das dritte Teil fehlt noch. 21, sehr schön. Turpen. Ist eigentlich egal. Ach, nimm mal zu immer Höhle. Ich habe so alle drei voll, von daher ist eigentlich egal. 4 Punkte, ach, lassen wir erstmal. Hab jetzt auch Ausdauer. Ja, habe ich. Okay. Ein Hühnchen. Wo ist denn drittes Teil? Okay, Kollege, wo ist dein drittes Teil? Das ist sehr komisch. Finde ich nicht lustig. Ach, da ist es. Das sieht vertraut aus. Noch eines meiner Siegel. Hier liegt etwas vergraben. So, da haben wir die Werkbank, okay. Höher. Gucken, ob wir jetzt Necrom in diesem Part schon durchbekommen. Mal gucken. Könnte richtig sein. Na, einmal rüber. Ich kenne diese alte Werkbank. Wir können den Deckmantel der... Gut, jetzt platziert den Schal. Wir haben schon dabei. Und die Tinktur. Die Komponenten. Eine nach... Hervorragend! Nehmt den Deckmantel der Täuschung. Probiert ihn aus. Der Ihr seht wunderbar aus. Kaum ein Hauch einer dädrischen Verbindung. Ich sollte allerdings einige Details erläutern. Keine schlechte Arbeit. Ihr haltet euch gut an Anweisungen. Und der Mantel sieht wirklich schneidig aus. Schneidig, sage ich.
Nun geht nach Al-Isra und trefft euch mit Vikar Gadain. Er sollte euch inzwischen Zugang zum Konklave verschafft haben. Warte einen Augenblick. Sagt jetzt etwas über Details. Habe ich das? Ich erinnere mich nicht. Doch falls ihr nach dem Deckmantel der Täuschung fragt, kann er euch nur vor einer bestimmten Anzahl von Hellsichtzaubern schützen. Irgendwann wird jemand euch bemerken, aber die Verzauberung sollte lange genug anhalten, um uns Shelreni zu nähern. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir sagen wollt? Oh, wo ihr es erwähnt. Ja, Gadain kann euch auf die Zugangsliste setzen lassen, doch ihr müsst euren Teil beitragen. Nunmehr Gesetze sind verworren, insbesondere die der Telvanni. Ihr müsst das richtige Statut vorbringen, um nicht aufzufallen. Das richtige Statut? Sagt einfach Folgendes zum Wächter an der Tür. Hiermit berufe ich mich auf das 26. Statut der Necron-Vereinbarung. Verlangt danach Zugang zum Konklave. Könnt ihr euch das merken? Sobald wir eingelassen wurden, können wir uns mit Vikar Gadain treffen. Na schön, gehen wir nach Al-Isra. Was hat sich Shelreni nur gedacht? Sie zählt offensichtlich auf die Unterstützung zweier dädrischer Fürsten, doch hat sie wirklich erwartet, dass sie von ihnen auf magische Weise in den Rang einer Magistra erhoben wird? Reisen wir nach Tel'Hulin in Al-Isra und finden wir heraus, ob der Mantel wirkt. Ja. Wahrscheinlich hier zurück, ne? Hier wieder runter. Hopp. Noch einer. Komm her. Diese Störungen, das muss doch nicht sein. So. Wo ist hier denn überhaupt? Ach da. Jo, müssen wir irgendwie nach links rüber, ne? Einmal hier rumlaufen. Ja, Alchemie müssen wir auch mal anfangen. Guter Fund, Kollegen. Haben wir gar nicht gemacht, glaube ich, ne? Oder? Haben wir schon Alchemie auch schon angefangen? Ich glaube nicht. Alchemie, ne? Nur am Sammeln. Nur sammeln, sammeln, sammeln. Dämmersäbelbericht. Hm, lieber hier oben. Ja, hier runter kommt man ja immer, ne? Oh, Runenstein. Alles mitnehmen. Kann man alles gebrauchen. Bevor wir uns in die Handwerksschriebe machen, um die ganzen Handwerkszertifikate. Der Turm der Hallen, die Heimat der Versammlung der Meister. Müssen wir viel besser sein in den ganzen Fähigkeiten. Um Zutritt zu erhalten und leg den Mantel an. Nein, Babdro, als Meisterin Shelrinis Mund ist es euch untersagt, das Konklave zu betreten. Aber ich muss die Meister warnen. Keine Sorge, eure verräterische Meisterin bekommt früh genug ihre Strafe. Ihr müsst die anderen Meister warnen. Ich kann nicht länger daneben stehen und nichts tun, während Meisterin Shelreni weiter ihrem finsteren Pfad folgt. Ihre Taten bedrohen die ganze Halbinsel. Ihr seid der Mund von Meisterin Shelreni. Warum sollte ich irgendwas glauben, was ihr mir erzählt? Das solltet ihr wahrscheinlich gar nicht. Doch das heißt nicht, dass ich lüge. Ich habe Shelreni für ihre Kompetenz und ihre Macht bewundert. Ich dachte, sie würde mir helfen, durch die Ränge aufzusteigen. Aber ihr Ehrgeiz und ihre Verachtung für ihre Mittelwani werden unser aller Untergang sein.
Was meint ihr? Meisterin Shelreni ist einen Handel mit nicht nur einem, sondern gleich zwei dädrischen Fürsten eingegangen. Sie hat vor, mit ihrer Hilfe all jene auszumerzen, die sich ihr entgegenstellen, damit sie Erzmagisterin werden kann. Die Meister wollen mir nicht zuhören. Sie verstehen die Gefahr nicht. Von welcher Gefahr spricht ihr? Ich bin mir nicht sicher. Meisterin Shelreni vertraut mir nichts mehr an. Doch ich weiß, wie sie denkt. Sie hat keinen Respekt vor den Meistern oder diesem Konklave. Falls sie versuchen, sie zu maßregeln, wird sie ihnen zeigen, wie mächtig sie geworden ist. Es wird ein Blutbad werden. Jo, ich habe hier einen Zettel gesehen. Fuldis Bericht. Die werden wir auch alle einsammeln. Alle nach und nach natürlich, ne? Wachposten bei Line. Das Konklave der Meister tagt gerade. Alle anderen Angelegenheiten ruhen. Kommt später wieder. Überprüft eure Liste. Hiermit berufe ich mich auf der 26. Statute Nikrom-Vereinbarung und fordere, eingelassen zu werden. Nikrom, hm? Lasst mich einmal sehen. Ah ja, ihr seid als Vikar Gardeins Begleitung für Schreibaufgaben vermerkt. Wohlan denn, ihr dürft hinein. Ich erwarte, dass ihr den Vikar im Versammlungsvorraum finden werdet, denn der Vorsitzende Magister hat das Konklave auf Meister beschränkt. Ich gehe rein. Yeah. Wir sind drin in der Versammlungshalle von Telhulen. Wir sind drin. Lenkt Mund Eder. Ach da. Die ganzen Münder und Diener. Vikar Gardein. Ich bestehe darauf, Vikar. Ihr wisst, dass ich beträchtlichen Einfluss als Mund von Meisterin Norvora habe? Natürlich, aber... Ich könnte viel für euch und die Hüter tun. Also, was haltet ihr von meinem Buch? Das ist der Mund von Meisterin Norvora. Wir müssen Gardein sofort erlösen. Der Vikar und ich sind beschäftigt, Außenseiterin. Ich würde gern hören, was er von meinem Buch hält. Ahnen eines bescheidenen Munds. Es ist noch in Arbeit, doch mindestens zwei Buchläden haben schon Interesse bekundet. Kommt später wieder. Meisterin Norvora schickt mich, um euch zu finden. Sie braucht umgehend Unterstützung. Wie seltsam. Da niemand außer den Meistern hinein darf, hat Meisterin Norvora mir ausdrücklich gesagt, dass ich hier warten soll, bis die Angelegenheiten des Konklaves abgeschlossen sind. Moment, diesmal lügen wir, aber wir sollen ihn ja ablenken, ne? Nun, sie hat richtig gehend darauf bestanden, dass ich euch aufspüre und euch sage, dass ihr ihr Zauberbuch finden sollt. Nun, natürlich braucht Meisterin Norvora ihr Zauberbuch. Keine Meisterin sollte ihre Ebenbürtigen treffen, ohne umfassend vorbereitet zu sein. Ich gehe sofort los und hole es. Und tschüss. Vielen Dank, meine Freundin. Folgt mir, ich weiß, wo wir unter vier Augen sprechen können. Ja, dann halt's mal an. Oh. Versammlungsstudierzimmer. Hm. Wir können hier frei sprechen. Irgendwas Interessantes hier. Kommode. Eine Blaupause. Kann man den zerstören? Egal, weg. Haben wir doppelt gekauft. Ihr seid keinen Augenblick zu früh gekommen, meine Freundin. Bevor sie entschieden, die Halle zu versiegeln und ich in ein schreckliches Gespräch mit Mund Ela verwickelt wurde, habe ich erfahren, was wir wissen wollten. Meisterin Shelreni ist hier und steht unter Bewachung, bis das Konklave beginnt. Shelreni ist hier? Ich habe ihren Mund draußen gesehen. Er sagte, die Meister seien in Gefahr. Gehen wir und schnappen wir Shelreni. Ah, und nun kommen wir zum Problem. Magister Gotren ist aus Sadrit Mora eingetroffen, um dem Konklave der Meister vorzustehen. Er hat auf der Stelle alle der Halle verwiesen, die keine Telvanni-Meister sind, und einen Schutzzauber auf die Tür gelegt. Es gibt keinen Weg in die Versammlungshalle. Es muss doch einen Weg hineingeben. Leider übersteigt es meine Fähigkeiten, einen Schutzzauber zu deaktivieren, der von einem Magister gewirkt wurde. Wenn ihr einen Einfall habt, so teilt ihn bitte. Ansonsten fürchte ich, dass die Meister da drin auf sich allein gestellt sind. Merlin ist ein Magister. Vielleicht kann er uns helfen, Schutzzauber zu überwinden. Ein Magister, um Magistermagie zu kontern, ne? Gute Idee.
deaktivieren wir den Schutzzauber. Ein Schutzzauber braucht Anker. Setzt meine Geistersicht ein. Seht ihr sie? Einen auf jeder Seite der Tür? Ich werde euch meine Kraft leihen, um sie abzuschalten. Yeah. Und Nummer 2. Sind wir stark oder sind wir super stark? Wir sind stark, ne? Besser. Betreten wir die Versammlungshalle. So, Meister Gotren. Dies ist eine geschlossene Sitzung. Was bedeutet dieses Eindringen? Nun, Gotren. Sicher gelten solche Einschränkungen nicht für einen Magister und seine Entsandte. Melden der Mundlose, ein Geist? Sei's drum, ich werde eure Posten nicht dulden. Nichts in unseren Statuten schließt tote Magister von der Teilnahme an einem Konklave aus. Jetzt hört euch an, was meine Entsandte zu sagen hat. Nun gut, tretet vor. Und schon da. Ihr steht auf wackeligem Boden, Mund des Mundlosen. Was ist so wichtig, dass Magister Mellen es wagt, diese geschlossene Sitzung des Konklave der Meister zu unterbrechen? Ihr seid alle in Gefahr. Meisterin Schilrini will all ihre Rivalen ausschalten. Und Magister Mellen hält uns für so nutzlos, dass er einfach dazwischenfahren und uns alle retten kann? Wie anmaßend von ihm. Meint ihr wirklich, eine einzelne abtrünnige Meisterin wäre dieser Versammlung gewachsen? Sie ist nicht nur Meisterin, es ist nicht nur Meisterin Schilrini. Sie wird von zwei lyrischen Fürsten unterstützt. Das habe ich gehört. Deshalb entschied ich mich ja auch, meinen bequemen Turm zu verlassen und den ganzen Weg hierher zu kommen, um persönlich dieses Konklave zu übernehmen. Die Meister werden die Anschuldigungen anhören, die Angeklagte befragen und schnelle Gerechtigkeit walten lassen. Sie wird euch alle töten, so wie sie Mellen den Mundlosen getötet hat. Seid ihr deshalb hier, um noch eine Anschuldigung gegen Schilrini vorzutragen? Dann ist dies hiermit vermerkt. Vielleicht hat sie sich deshalb ohne viel Aufhebens gestellt, damit sie um Gnade flehen kann. Vielleicht werde ich nachsichtig sein. Vielleicht auch nicht. Ihr begeht einen Fehler. Magister Mellen sagt, ihr dürft Meisterin Schilrini nicht unterschätzen. Genug von diesem Unsinn. Ich habe die Bedenken eures Magisters und seine Anschuldigungen gehört. Jetzt sind wir hier fertig. Mellen kann bleiben, wenn er möchte. Das ist sein Recht. Doch ihr und der Vikar solltet gehen und uns unsere Arbeit überlassen. Ja, Meister Nabura? Ich hatte ganz vergessen, wie langweilig meine angeblich Ebenbürtigen sein können. Eine Schande, dass Schilrini nicht noch mehr von meinen Rivalen ausgeschaltet hat, bevor es uns auffiel. Doch euer Meister, Mellen, ich habe viele seiner Possen noch gut in Erinnerung. Deshalb wollte ich mit euch sprechen. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Euer Meister hat die Abläufe lang genug verzögert. Meisterin Schilrini hat sich über ihren Stand erhoben und muss dafür bestraft werden. Alles, was dies aufschiebt und die Zeit in die Länge zieht, die ich in der Gesellschaft sogenannter Ebenbürtiger verbringen muss, wird nicht geduldet werden. Meisterin Schilrini hat Magister Mellen ermordet. Er hat das Recht, sie zur Rede zu stellen. Mord, sagt ihr? Das ist schwerwiegend. Ich denke, einer Meisterin, die Pakte mit Daedra eingeht, ist alles zuzutrauen. Wir müssen ihr wirklich ihren Rang nehmen und sie verbannen. Nun, wenn ihr sie denn so dringend sehen müsst, sie wird in einem Besprechungsraum, den ihr über den Ostkorridor erreicht, festgehalten. Ach, was schön. Meister Phobos. Ich weiß nicht, warum diese Debatte nötig ist. Wenn es nach mir ginge, könnten wir gleich abstimmen. Nicht, was hier jemand sagen wird, könnte meine Meinung über Schilrini ändern. Wohlan denn? Ist Magister Mellen wirklich tot? Magister Mellen wurde von Meisterin Schilrini ermordet. Er muss sie umgehend sehen. Mellen mag Magister Gotren verwirrt haben, doch es gibt keine Grundlage für die Teilnahme eines toten Telvanni an einem Konklave. Das gibt es einfach nicht. Hört zu, wenn wir Schilrini nicht finden, vermag niemand zu sagen, was euch und den anderen Meistern zustößen könnte. Ist das eine Drohung? Meisterin Marena hat Schilrini durch die Osttür gebracht, weil sie vor wenigen Augenblicken Ähnliches verkündete. Wenn das einer Meisterin geschehen kann, denkt nur daran, was dann einen niederen Mund wie euch erwartet. Sehr höflich. Wo ist er denn? Da.
Der Ostkorridor. Dort halten Sie sie wahrscheinlich fest. Hm, nix, okay. Können wir nicht. Das ist auch nix. Dann gehen wir da durch. Besprechungsraum. Serini ist weg, doch was ist das für eine umgefallene Flasche dort drüben? Sonst ist hier nix. Nö. Das ist reine Traumessenz. Ich wirke einen Zauber, um zu sehen, was hier geschehen ist. Ja, mach mal. Was? Was war das? Hm? Nur ein kleines Geschenk von der Fürstin der Träume. Bald werdet ihr genau das tun, was ich sage. Ihr... Damit werdet ihr nicht davon kommen. Das bin ich schon. Und mit eurer Hilfe werde ich noch mit viel mehr davon kommen. Nun lasst uns am Konklave teilnehmen. Mein Aufstieg braucht Teilnehmer. Freiwillige oder Unfreiwillige. Wir müssen zum Konklave. Es wird in der Privathalle der Meister im Norden abgehalten. Dann wieder zurück. Es geht etwas im Norden vor sich. Ich glaube, das Konklave beginnt. Privathalle der Meister. Meisterin Shireni, ihr werdet beschuldigt, euch gegen eure Mittelwanni verschworen, Melen den Mundlosen ermordet und euch mit dädrischen Fürsten eingelassen zu haben. Ihr schuldet uns eine Erklärung. Ich schulde euch überhaupt nichts. Aber ich werde euch alle töten, mein Opfer nehmen und abreißen. Helft mir, Magister! Shireni, stellt eure Handlungen umgehend ein. Setzt meine Geistersicht ein, um die Schutzzauber abzuschalten. Geht! Jetzt ein Stück. Ach hier. Wir müssen natürlich wieder mal also den Arsch retten, wie immer. Ist da nichts Neues. Wenn diese Narren sich aufhalten können, welche Hoffnung habt ihr? Steht auf! Ich habe euch nicht erlaubt zu sterben! Ihr seid endlich wach. Den Ahnen sei Dank. Ich dachte, Shireni hätte euch getötet. Wir sollten uns unterhalten. Ich bin unzerstörbar. Der Mund des Mundlosen. Ich schätze, ihr wollt, dass ich zugebe, dass ihr und Melen recht hattet. Dass ich die Bedrohung durch Shireni ernster hätte nehmen sollen. Nun tun wir so, als hätte ich das gesagt. Und machen wir damit weiter, was als nächstes geschehen muss. Ich erinnere mich daran, auf Shireni zuzustürmen, als plötzlich alles schwarz wurde. Ja, eine ganz schöne Schau. Sie hat das Konklave genutzt, um ihr Vorhaben anzukündigen. Ihr Zauber hätte alle getötet und sie in Position gebracht, den Erzmagister um die Herrschaft über das Haus herauszufordern. Zum Glück war ich zugegen, um die örtlichen Meister zu retten. Was habt ihr getan? Shireni mag eine mächtige Meisterin sein, doch ich bin ein Magister des Taiwanirats. Es war ein leichtes, ihren Angriff abzuwehren, während sich das Konklave zerstreute. Dann stabilisierte ich das Portal, durch das sie geflüchtet ist, davon ausgehend, dass ihr ihr folgen wollt. Warum geht ihr davon aus, dass wir Meisterin Shireni folgen wollen? Also wirklich? Wen meint ihr, hat Melen wohl zu Rate gezogen, als er seinen Deckmantel der Täuschung ursprünglich erfunden hat? Ich sehe das Mal von Mora auf euch. Haus Telvanni will nichts mit den Machenschaften dädrischer Fürsten zu tun haben. Stellt einfach sicher, dass ihr Shireni tötet, wenn ihr sie findet. Was mit Meisterin Marena? Meisterin Marena hat ihre Schwäche offenbart, als sie sich gefangen nehmen ließ. Die anderen Meister haben überlebt. In beiden Fällen hat Haus Telvanni gewonnen. Falls ihr vorhabt, Shireni nachzusetzen, schlage ich vor, dass ihr sofort aufbrecht. Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Es hört euch also nicht, was mit Meisterin Marena geschieht? Ehrlich gesagt, tut es das nicht. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wir vom Haus Telvanni legen Wert auf unsere Überlegenheit. Mitgefühl und Gnade spielen bei unseren Taten nur selten eine Rolle.
Nun kommt in die Gänge. Dieses Portal wird sich schließen, sobald meine Aufmerksamkeit nachlässt. Und ich spüre ein Gähnen kommen. Wow. Das ist einmal ein richtig kleines, winziges, ihr wisst schon. So, Schrein von Bermina. Dann hier. Diese uralte Ruine, diese Markierungen, dieser Ort ist Vermina geweiht. Nicht mehr lange. Wie erfrischend. Leramis Amulett kann uns beide schützen. So, müssen wir überhaupt lang? Ah, okay. Und doch hier runter. Dieser Ort. Ich glaube, wir besuchten die Erinnerung daran im Auge von Mora. Der nächste, bitte. Ist es Zeit für Tee? Ja, jetzt aber nicht. Bisschen später. Oh, tschüss, der nächste bitte. Diese Kammer sieht vielversprechend aus. Wir sollten uns umsehen. Kann man auch schon mal drehen, links. Notizen. Torwissert. Und die Wiederherstellung. Steht etwas Wichtiges in diesen Papieren? Hä? Ach so. Leramils Amulett kann uns beide schützen. Bleib liegen. So, können wir jetzt reden? Stand etwas in diesen Papieren über Meisterin Shelreni oder wo wir sie finden können? Diese Seiten erzählen von Meisterin Shelrenis Vereinbarung mit Torwissart. Sie beschreibt, wie Torwissart zu ihr kam und sie in Verminas Dienste einwies. Wie er besessen davon war, etwas wiederherzustellen, was ihm gestohlen wurde oder verloren ging. Und wie er darauf bestand, dass sie diesen uralten Schrein finden. Interessant. Und hier schreibt sie über ihre Anstrengungen bei Wiederherstellung einer Statue von Vermina. Dann haben sie das Malachit, das sie im Steinbruch von Alavelis abgebaut haben, hierher geschickt. Und sie spricht darüber, wie die verborgene Sippe gebildet wurde, um für Arbeiter zu sorgen, die man für den Wiederaufbau brauchte. Irgendwie ist die Wiederherstellung einer Vermina-Statue von entscheidender Bedeutung für Torwissarts Ziel. Im Panoptikum. Torwissart änderte Moras Erinnerung, indem er eine Vermina-Statue wiederherstellte. Hier muss die ursprüngliche Erinnerung stattgefunden haben, wo Vermina und Periite glauben, dass Hermeus Mora ihnen Unrecht getan und ihnen etwas gestohlen hat, was sie nun suchen. Gehen wir weiter. Diese wiederhergestellte Statue und Meisterin Shelreni müssen irgendwo in diesen alten Ruinen sein. Ja, gehen wir mal weiter, ne? Hier ist ja nix, hä? Ach, tiefer. Müssen wir hier lang, ne? Ja. Hier geht's tiefer hinab in die Höhle der Verdammten und der Desillusion. Wir müssen Shelreni finden und sie daran hindern, den Ritus abzuschließen. Da ist Shelreni. Und Meisterin Marena. Wir müssen sie befreien. Mein Schwarzbuch. Shelreni hat wohl meine Vorkehrungen überwunden. Jo, hält man dann mal auf, ne? Shelreni setzt die wiederhergestellte Statue als Fokus für ihren Ritus ein. Dolche zücken und ab geht's. Ihr werdet nicht
Respekt von Vermina. Das ist nicht gut. Hinfort, Diener des Schicksals. Dieses Gefäß wird helfen, wiederherzustellen, was uns genommen wurde. Respekt von Vermina. Ich werde mal einmal heilen. Nein! Jetzt, doch. Mein Jünger! Schließ das Opfer ab, damit ich das Gefäß einfach. Hier bin ich. Haha. Ha. Ein Kiefer wollen wir nicht durchsuchen. Den können wir hier nur in der Reihe für Angeln. Super, wo soll der Mist? Da bin ich schon wieder in Bermina, da bin ich schon wieder. Hallo. Ich habe meinen Aspekt von ihr also nicht in die wahre Gestalt. Ich habe alle Geister sich fokussiert. Da hat wieder irgendwie ein Schutzzauber drauf. Debuffs. Oh, da bist du gleich down. Und tschüss. Flachsenschuh des Lebens. Schätze, meine Freundin, befreit Marena von den Fesseln. Wo das herkam, gibt es noch mehr. Elektrische Magie ist instabil. Rettet euch! Nein! Wir stehen so kurz davor. Schließt mein Schwarzbuch und nehmt es. Das sollte den Ritus beenden. Da will ich ja. Endlich. Haha. Das Schwarzbuch zu nehmen wird uns nicht aufhalten und einer von euch kann ebenso gut als Opfer dienen. Wir brauchen keine Außenseiter, Shelreni. Fürstin Vermina akzeptiert euer Opfer und betrachtet euch als würdiges Gefäß. Ich bedauere das Blutvergießen, doch bald ist Moras Ungerechtigkeit ungeschehen. Schlimm gelaufen, ne? Mit diesem Gefäß kann ich Apokrypha betreten und Moras Herz treffen. Zu mir, Getreue! Wir müssen Apokrypha warnen. Kehren wir zur Buchbinderei von Necrom zurück und finden wir Leramil. Haltet still, dann öffne ich ein Portal zurück nach Necrom. Sehr praktisch. Ich dachte schon, ich muss mich hinporten. Sehr schön. Ja, so kann es gehen, ne? So kann es gehen. So. Weder Scoot noch ich können Hermeus Moras Präsenz spüren. Wir finden das beide verstörend. Gut, ihr seid hier. Sowohl Scoot als auch ich spürten eine plötzliche Störung in den Schicksalsfluten. Etwas Schreckliches ist in Apokrypha geschehen. Scoot und ich spüren die Anwesenheit des Wissenden nicht mehr. Shelreni führt den Ritus durch. Völlendes Krone opferte sie und Vermina ergriff Besitz von ihrem Körper. Noch ein bedeutendes Ereignis in den Annalen des Schicksals, das mir entgangen ist? Aber Meisterin Shelreni ist tot? Und Vermina hat was getan? Fangt am Anfang an, Entsandte. Was ist bei dem Konklave der Meister geschehen? Wir haben den Meister gewarnt, was bei ihrer Rettung half. Als Meisterin Shelreni versuchte sie alle zu ermorden. Das also war Shelrenis Plan, die von den Fürsten zur Verfügung gestellte Macht einzusetzen, um ihre Rivalen auszuschalten und im Rang aufzusteigen. Ich bin froh, dass sie gescheitert ist. Doch was geschah dann? Wir sind ihr zu dem Schrein gefolgt, den wir in der Erinnerung gesehen hatten. Wir retteten die Meisterin, die sie opfern wollte. Und Vollnes Krone beschloss, den Ritus trotzdem abzuschließen, indem er stattdessen Shelreni opferte. Skrupellos, doch passend zu einem Anhänger von Periite. Und ihr sagt, dass dies Vermina erlaubte, Besitz von Shelrenis Leiche zu ergreifen? Was ist dann geschehen, Entsandte? Ich barg das Schwarzbuch, dort besessene Shelreni und anderen öffneten ein Portal nach Apokrypha. Das können sie nicht. Eigentlich nicht.
Daher auch all die Mühe, die sich Torvesart und seine Verbündeten gemacht haben, um so weit zu kommen. Zumindest habt ihr die Telvanni-Meister gerettet und Mains Schwarzbuch geborgen. Gut gemacht. Nehmt dies, während ich unsere nächsten Schritte bedenke. Ihr habt es euch verdient. Ja, Schulter, müssen wir gucken, was da genau ist. Ja. Sowohl ich als auch Scrooge spüren, wie die Schicksalsfluten wogen und brodeln. Noch schlimmer ist allerdings, dass wir keine Zwiesprache mit Hermaeus Mora halten konnten, seit der Ritus aus dem Schwarzbuch an Verminas Schrein vollendet wurde. Und ihr sagt, ihr habt gesehen, wie Shelrenis Körper Apokrypha betreten hat? Ja, Vermina übernahm ihren Körper, nachdem Fulnes Krone sie geopfert hatte. So verschaffte er Vermina Zugang zu Apokrypha und einen Wirtskörper, durch den sie wirken kann. Sie müssen wissen, wo man die Erinnerung findet, nach der sie suchen. Oder sie haben zumindest einen recht klaren Verdacht. Apokrypha ist unendlich. Ohne die Führung des Schicksals sind wir bar jeden Lichts in der Dunkelheit verloren. Es muss eine Möglichkeit geben, ihnen zu helfen, ihnen zu folgen, Lehrer Miel. Fäulniskrone und Torvesart haben Wege, unentdeckt zu bleiben. Es bietet sich nur ein gangbarer Weg an. Wir müssen Meisterin Shelrenny fragen, wohin Vermina ihren Körper gebracht hat. Werdet ihr das zu Ende bringen, Sante? Ehe das Unglück eintreten kann, das Mora vorhergesehen hat? Ich stehe euch bei, Lehrer Mill. Doch wir können ja Meisterin Shelrenny irgendetwas fragen. Sie ist tot. Zum Glück stehen uns zwei Verbindungsleute zu Geistern, die noch nicht in Richtung Aetherius aufgebrochen sind, zur Verfügung. Magister Mellen und Vikaga Dain. Sprecht zuerst mit Mellen. Er weiß offenkundig, was mit Telvanni-Magiern geschieht, wenn sie sterben. Ja. Machen wir das doch. Oh, Schultern. Die ist gut. Shelrenny hat die Antwort, die wir suchen. Und ich weiß, wie man sie erreichen kann. Die Schultern waren besser. Wo ist er denn? Ach, der ist er doch. Hallo, Mellen. Keine Telvanni-Meisterin, die ihr Gewicht in Quarma gedärmt wird, ist, würde ihren Einfluss auf dieser Ebene ohne einen Kampf aufgeben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir mit Shelrenys Geist in Verbindung treten können. Ob wir sie aber dazu bringen können, uns zu unterstützen? Nun, das ist eine ganz andere Frage. Wir nehmen hier Verbindung zum Geist von dem Meisterin Shelrenny auf. Wie der Vikar euch berichten kann, untersagt Necrom die Totenbeschwörung. Doch es gibt keine Regularien gegen eine Unterhaltung mit Toten, die mit jemandem reden wollen. Wir müssen Shelrenys Geist nicht rufen. Wir können einfach zu ihm gehen und um eine Audienz bitten. Und wo finden wir den Geist einer toten Telvanni-Meisterin? Am selben Ort, an dem ihr mich gefunden habt. In ihrem Turm natürlich. Wir müssen nach Telbaro reisen und ihr Sanktum durchsuchen. Falls ihr Geist noch auf dieser Ebene verweilt, wird sie dort spuken. Oh, und nehmt Gadein mit. Wenn sie ein rachsüchtiger Geist geworden ist, könnte sein Fachwissen erforderlich sein. Man, so. Wir können nicht nach Belieben die Toten beschwören. Das ist verboten. Ja, ja. Beschwörungen sind Ketzerei für euren Orden. Doch wenn der Geist schon da ist... Euch zu helfen, würde meinen Stand aufs Spiel setzen. Wir würden euch nicht darum bitten, wenn die Lage nicht verzweifelt wäre. Ich... Natürlich helfe ich, Lehrer Miel. Ich kehre nach Apokrypha zurück und versuche, Vermina zu finden, während ihr Geister jagt. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Tschüss, gut. Viel Glück in Telbaro, meine Freunde. Kehrt mit allem, was ihr erfahrt, hierher zurück. Sich mit verirrten Geistern herumzuschlagen, ist bei den Hütern der Toten gar nicht gern gesehen. Ich werde nur helfen, weil viel auf dem Spiel steht. Doch es widerspricht jedem Aspekt meiner Ausbildung. Geht es bei der Ahnenverehrung nicht vor allem um die Zwiesprache mit jenen, die verschieden sind? Das ist ein Aspekt unseres Glaubens, aber nicht die Hauptkomponente. Und es ist anders, wenn man die Katakomben besucht und ein Geist vor einem erscheint. Ich schätze, wenn Shelrenny sich entscheidet, mit uns zu sprechen, würde dies nicht zu sehr gegen den Kodex verstoßen. Man glaubt, euer Fachwissen könnte noch nützlich sein, wenn wir Meisterin Shelrenys Geist finden. In der Tat. Die jüngst Verstorbenen sind oft verwirrt. Und diese Verwirrung kann zu Gewalt führen. Ich habe lieber Umgang mit unseren uralten Ahnen. Sie mögen bärbeißig sein, doch sie hatten genug Zeit, sich mit ihrem untoten Dasein abzufinden.
Ja, dann auf nach Telbaro. Gehen wir einfach hier durch. Oh, Moment. Ist es das? Nein, wo war nochmal Telbaro? Weiß ich gar nicht. Telrindis, Alt-Isra, Tel-Lederot, Alavelis. Ach, dein. Telbaro, also packen wir uns direkt. Komm, gehen wir da rein. Geht schneller. Erstmal wieder einen Nutzgegenstand benutzen. Mal ein Wildschwein braten, ist ja egal. Da müssen wir. Müssen wir, glaube ich, erst hier nach Westen, dann nach Norden. Die Jute, Jute. Das können wir brauchen. Ja, später. Viel später. Wo ist der Hüter? Er hätte schon längst hier sein sollen. Ausschwärmen! Dum, 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 dum. Du auch und tschüss und weg und ja. Zauberkostenbindung brauchen wir nicht. Dann ist es Zeit für Tee. Ja, jetzt einen schönen Früchtetee. Ja, warum nicht? Der Turm ist verschlossen. Wir brauchen einen anderen Weg hinein. Telvanni-Türme haben stets mehrere Zu- und Ausgänge. Seht euch um. Tätige Bestrebungen. Flachs. Alles für Schneiderei. Was hier mit? Ist das nicht hier ein Eingang? Ne, ist nur ein Fenster. Okay, okay. Dann wahrscheinlich hier außen rum. Hier drüben. Ja. Lasst mich. Bitte, es ist einfach für einen Magister, den Schutzzauber einer Meisterin zu brechen. Gehen wir. So, dann gehen wir vorgesehen, genau. Shelrenis privates Studierzimmer. Ihre Präsenz hier ist stark. Meine Geistersicht erlaubt es euch, sie zu sehen. Nähert euch. Ich werde versuchen, sie ganz zu manifestieren. Seid vorsichtig. Na, wo ist er? Feuerneskrone, er hat mich ermordet. Ich vernichte sie alle. Solcher Zorn und Kummer. Ich versuche, sie zu beruhigen. Wollt ihr euch an meinem Leid ergötzen? Ja. Sehen, wie tief ich gesunken bin? Ich hätte Haus Telvanni zu neuen Höhen führen können. Stattdessen habe ich alles verloren. All meine Arbeit unvollendet. Mein Vermächtnis liegt in Trümmern. Das ist eure Schuld. Außenseiterin, eure und die dieser doppelzüngigen dädrischen Fürsten. Föhnesgrund hat er durch verraten, Vermin hat euren Körper gestohlen. Ihr könnt uns helfen, sie aufzuhalten.
Warum im Namen meiner verabscheuungswürdigen Ahnen sollte ich das denn in Betracht ziehen? Ihr seid meine Feinde. Ich bin völlig zufrieden damit, mich zurückzulehnen und zuzusehen, wie Vermina und Periite das zurückstehlen, was ihnen Hermeus Mora ihrer Meinung nach weggenommen hat. Ihr wollt euch zurücklehnen und Verminas Verrat unbestraft lassen? Klingt aber nicht nach dem Sitten der Telvanni. Ihr wisst gar nichts von den Telvanni-Außenseiterinnen. Oder von mir. Doch ich muss gestehen, dass ich es hasse, wenn eine größere Macht eine Vereinbarung von gegenseitigem Vorteil nicht einhält. Ehrlich gesagt war meine Rolle bei all dem deutlich schwerer zu erfüllen, als ich mir dies von den Fürsten ausgebeten hatte. Was habt ihr für die Fürsten getan? Ich habe Melns Schwarzbuch entschlüsselt, Fäulnis Krones Täuschungsgebräu vervollkommnet und den Ritus durchgeführt, der Vermina Zugang zu Apokrypha verschaffte. Und all dies für einen einfachen Gefallen. Schaltet meine Mitbewerber aus und erhebt mich in den Rang einer Erzmagistra. Stattdessen hat Fäulnis Krone euch verraten und Vermina hat euren Körper gestohlen. Wisst ihr, wohin sie ihn mitgenommen hat? Ich merke, was ihr da getan habt. Schlau. Ich schätze, man hat mich vom Spielbrett genommen. Das verlangt nach ein bisschen Rache von meiner Seite. Der Pfad zur Erinnerung von Vermina führt durch das endlose Panoptikum. Torvesaat wird sie dorthin führen. Warum habt ihr überhaupt die Hilfe von Vermina und Periite gesucht? Es begann mit Torvesaat und seinem Traum von etwas, was vor langer Zeit verloren ging. Er suchte jemanden, der Mellen Schwarzbuch beschaffen und den Ritus durchführen konnte. Im Gegenzug wollte er mir bei der Verwirklichung meines Traums helfen, Erzmagistra zu werden, wenn ich Vermina Treue schwöre. Was ist mit Periite? Warum arbeitet er mit Vermina zusammen? Torvesaat verhält sich wie ein Vermittler, der unterschiedliche Parteien zum wechselseitigen Vorteil zusammenbringt. Ich glaube allerdings inzwischen, dass es bei all dem eigentlich immer nur um Torvesaat ging. Er verfolgt seine eigenen Pläne. Jedenfalls überzeugte er die Fürsten davon, ihre Differenzen beizulegen und zusammenzuarbeiten. Bist du noch mehr über das Geheimnis, nachdem sie suchen? Ehrlich gesagt war mir das immer recht einerlei. Ich wollte nur tun, was mir aufgetragen wurde und dafür belohnt werden. Stattdessen stieß mir dieser widerliche Fäulniskrone ein Dolch in den Rücken. Sie glauben, Hermeus Mora habe ihnen etwas gestohlen. Uns allen sogar, um genau zu sein. Was genau hat Hermeus Mora gestohlen? Es geht um Torvesaats Traum. Er hatte vage Visionen von einem Vermina-Schrein. Er glaubte, das wäre wichtig. Daher bat er Vermina, ihm bei der Erinnerung an den ganzen Traum zu helfen. Als sie dies nicht konnte, erweiterte er seine Liste von Verbündeten. Da kam die verborgene Sippe ins Spiel. Wisst ihr denn nichts Genaueres? Hör zu. Vielleicht hat Mora Torvesaat sein Lieblingsrezept für Süßkringel gestohlen. Es wäre dem Fürsten des Schicksals zuzutrauen. Er sammelt Wissen, wie das Haus Hlalu Gold hortet. Ich weiß nur, dass Vermina und Periite die Erinnerung zurück wollen. Doch Torvesaat will sie noch viel mehr. Was mit Periite? Warum arbeitet er mit Vermina zusammen? Torvesaat verhält sich wie ein Vermittler. Achso, können wir doch. Wisst ihr, warum Hermeus Mora verstummt ist? Verstummt, sagt ihr? Dann hat mein verbessertes Täuschungsgebräu gewirkt. Ich hatte Fäulnis Krone ja gesagt, dass ich es schaffe. Was habt ihr getan? Ich habe Fäulnis Krones Mischung aus Krankheit und Traum genommen, den Ritus etwas angepasst und dessen Fähigkeit, Dinge zu verbergen, tausendfach verstärkt. Wenn Mora verstummt ist, wirkt es auch auf ihn. Er ist von seiner eigenen Ebene abgeschnitten. Bin ich ein Genie oder nicht? Wir bringen wohl das in Ordnung. Oh, fürchtet euch nicht. Man kann einen dädrischen Fürsten nicht sehr lange von seiner Ebene trennen. Es sollte allerdings lang genug sein, damit Vermina sich holen kann, was sie sucht. Natürlich kann niemand sagen, was geschieht, wenn eine Ebene von ihrem Fürsten getrennt wird. Nicht einmal bei einer kurzen Trennung. Ich kann euch eure Übertretungen nicht vergeben, Geist, doch ich kann euch Frieden schenken. Ewige Enttäuschung ist wahrscheinlicher. Unschön. Erzählen wir Leramil in Necrom, was wir erfahren haben. Kannst du nicht so ein Portal öffnen? Okay, du auch nicht. Du willst auch nicht, ne? Nee, okay. Müssen wir zurücklaufen.
Wir müssen da hinten irgendwo hin. Könnte richtig sein, keine Ahnung, will man nicht wissen. ja, müssen wir wohl hier hoch, dann links. Ja, 2000 Stufen, ne? Tiefer, super. Ach, da ist er doch. Da haben wir es gefunden. War alles so geplant. Lehrermehl. Ich bin sicher, Apokrypha geht es nicht so schlecht, wie ihr sagt. Ah, entsandt. Scott ist mit ernüchternden Nachrichten aus Apokrypha zurückgekehrt, während meine eigenen Nachforschungsbemühungen kaum nutzbringender waren. Sagt mir, dass ihr Besseres zu vermelden habt, Entsandte. Meisterin Schillerini sagt ja, Vermina müsste das endlose Panoptikum betreten, um das Geheimnis zu finden, nachdem sie suchen. Das endlose Panoptikum? Erst suchten sie eine Erinnerung, die es zu ändern gilt, und jetzt suchen sie... Was? Noch eine Erinnerung? Und können sie den Eingang ein weiteres Mal finden? Nun, wir haben ein Ziel. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Schwebt euch da etwas Bestimmtes vor, Lehrer Mil? Was ich an Recherchen zustande brachte, hat mir verraten, dass Vermina eine eindrucksvolle Gegnerin sein wird. Doch um Apokrypha ohne Moras Erlaubnis betreten zu können, braucht sie einen Anker und einen Schild. In diesem Fall Meisterin Schelrenis Körper. Das wird ihr Untergang sein. Was meint ihr? Schelrenis Körper ist sterblich. Wenn wir ihn vernichten, glaube ich, dass selbst Fäulniskrones Gebräu Vermina nicht mehr vor dem Wissenden verbergen kann. Natürlich gibt es dann noch das Problem, dass in Apokrypha völliges Chaos herrscht. Doch ein Problem nach dem anderen. Dann schätze ich, dass wir nach Apokrypha zurückgehen müssen. Gadein, das könnte gefährlich sein. Es wäre mir lieber, wenn ihr hier bleibt, abseits der Gefahr. Ich schwor, das Relikt zu bergen. Und ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihr euch ohne mich dieser Gefahr stellt. Also ihr alle. Zum Speien. Ja, okay. Ist nichts mehr. Also im Balkon wieder, genau. Gehen wir mal zurück ab nach Apokrypha. Müsste links sein. Ja. Chroma Incognito. Da unten, brauchen wir es wieder hin, geht schneller. Dafür haben wir ja die ganzen Wegschreine. Da waren wir ja auch schon drin gewesen. Im endlosen Panoptikum. Ja, die ganze Geschichte ist länger und verworrener, als ich dachte. Aber gut. Wie ich befürchtete, hat sich der Eingang des endlosen Panoptikums bewegt. Wie es in seinem Wesen liegt. Wir sind gescheitert. Die Wirklichkeit ist verloren. Noch nicht. Schicksal, beuge dich meinem Willen. Lehrer, mir sei vorsichtig. Es bleibt keine Zeit.
Das Panoptikum muss hier existieren. Ich befehle es. Leramin, es ist geschafft. Das Panoptikum ist offen. Gehen wir mal hinein. Auf. So. Oh nein. Vermina. Ihre Anwesenheit vernichtet das Panoptikum. Leramil, seht euch an. Ihr seid in keiner Verfassung, um weiterzumachen. Unsinn. Nein, ihr habt recht. Entsandte. Sterbliche, lasst mich euch helfen. Sardain wird mir helfen, zur Schiffrenhalde zurückzukehren. Ihr könnt euch Vermina nicht allein stellen. Das war ein befriedigender Schlag. Das ist mehr als nur die Anwesenheit eines rivalisierenden dädrischen Fürsten. Hier geschieht noch etwas anderes. Fertig da oben? Genug gelabert? Mann, diese Störungen. Schlimm. So, einmal hier. Nutzt meine Hilfe. Ja, später. Wir müssen nach unten, Sterbliche. Ja, genau. Ich war ja hier mit diesen Rauchgefäßen, die wir finden mussten. Hier nicht. Hier geht's tiefer. Lass mal wieder ein paar Gegner ausschalten, wie immer, ist das nichts Neues, ne? Hier geht's wieder tiefer. Oh, der Wirbelwind. Ich fühle eine gewisse Feindseligkeit. Ich spüre auch so etwas. Dann helf ich mal. Mach mal Schaden. Sind wir bald da? Mein Gott, ich bin lang hier. Was für ein Durcheinander. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Das könnt ihr vergessen. 200 Pokufas. Und dieser eine Tentakel am Bauch. Macht nicht wirklich viel Schaden. Dauert Ewigkeiten, bis er da mal angreift. Nicht wirklich wirklich hilfsbedürftig. Lasst auf den Kulver eure Feinde zerschmettern. Was willst du noch? Lasst auf den Kulver eure Feinde zerschmettern. Zu spät. So, erledigt. Ich lass mal, müssen hier lang. Denkt daran, Vermina ist nicht allein. Folgendes, Krone und Torvesat sind bei ihr. Mach ich platt wie nix. Mit einer Hand auf dem Rücken. Der rechten Hand. Mit den linken bin ich noch nebenbei am Popeln. Ein Champion. Müssen wir gleich da sein, ne? Müssen wir gleich geschafft haben? Da kommt da oben, ja.
Ja, tschüss. Du auch. Du bist eine Ratte. Ja, es gäbe, ist eine Ratte. Wolfenspringer. Blaupause. Als hätte Vermina eine Armee mitgebracht. Das war intellektuell stimulierend. Ja, würde ich auch sagen. Großen Augen. Die Seite! Nutzt meine Hilfe! Nein, will ich nicht. Ich gehe mal von aus, sie ist da oben. Es sind immer viele Kämpfe, ne? Mann. Viele Gegner hier in Nikrom. Ist mir auch schon aufgefallen. Sehr viele Gegner. Wir haben auf alle Fälle die Anzahl der Gegner erhöht. Dieses Portal. Vermina ist hindurchgetreten, Sterbliche. So, wir machen die auch hindurch. Wir folgen dich. Dieser Ort fühlt sich uralt an. Als ob seit Ewigkeiten niemand mehr hier war. Die Verbindung aus Titus und Gebräu hat tadellos gewirkt. Wir sind verborgen und Mora leidet. Torvitar, bringt die Traumfürstin ins Auge von Mora und findet eure Hände. Ich sehe das Auge von Mora über uns. Dorthin müssen wir, Sterbliche. Fäulniskrone. Hat er etwas über das Auge von Mora gesagt? Achtet nicht auf Fäulniskrone. Wir müssen Vermina erreichen und Shalinis Körper vernichten. Oh. Broly der Fetzen? Moment. Was sind wir denn jetzt? Du kannst mir wieder einen Weg suchen. Na, ja, komm mal hier rein. Ich habe im Moment keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufen muss. Ich gehe mal von erstmal was mir hier an. Gehen wir erstmal hier lang. Hier ist nix. Geht's runter, ein bisschen aber höher. Ach, sind wir da? Ja, wie soll ich denn da oben hinkommen? Ach, jetzt müssen wir da wahrscheinlich jetzt hier außen hoch. Hier geht's wieder runter, okay. Vermina's Anwesenheit und die Verderbnis sind meine Mitdäter gewalttätig geworden. Nun, noch gewalttätiger als sonst. Genau, hier wollte ich lang. Müssen wir gleich wahrscheinlich wieder hochgehen können. Gehe ich mal so von aus. Ach, ein Sucher wieder hier. Sucher. Du findest ja sowieso nichts. Auf zu suchen. Genau, hier geht's wieder rauf. Komm, hallo. Sehr schön. Sind wir nämlich hier oben? Genau. Sind wir gleich da. Da, Portal. Einmal rüberporten und hups. Diese Kultisten sind uns im Weg. Ja. Beseitigt sie, Sterbliche. Sterbliche, lass ab
Begrüße eure Feinde zerschmettern. Brauche ich nicht. Noch einer. Hier noch. Ey, findest du das nett oder was? So, Alchemist, muss auch dran glauben und du Stecherin, erst recht. Gut. Polneskron ist eine Bedrohung, aber Vermina ist eine Fürstin. Wir sollten Vermina und Torvesaat ins Auge von Mora folgen. Was ist in diesem Auge, Skrut? Ich habe keine Ahnung, welche von Hermios Moras Erinnerungen sich in diesem speziellen Auge befindet. Doch wir sollten hineingehen und tun, was wir hier tun wollten. Vermina finden und Meisterin Shelrenis Körper vernichten. Ohne dessen Schutz sollte Mora sie aufspüren können. Ich dachte, ihr hättet gesagt, ihr steht nicht mehr in Verbindung mit Hermios Mora. Ihr habt recht. Ich höre das große Auge nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass es etwas mit Verminas Anwesenheit, Polneskrones Verderbnis und jenem Ritus zu tun hat, den sie abgeschlossen haben, um die Ebene zu betreten. Es ist nur eine Vermutung, aber wenn wir eines der Probleme lösen, sollte es helfen. Okay. Sterbliche, tretet in das Auge von Mora. Hier? Ja. Was geschah mit dieser Erinnerung? Sie sieht eher wie ein Traum aus. Oder ein Albtraum. Noch eine Erinnerung eines dädrischen Fürsten. Das muss Verminas Schuld sein. Dumme Fürstin der Träume. Diese Erinnerung ist mein Sterbliche. Guck, was uns hier noch so schön erwartet. So, komm, wir suchen noch. Setzt meine Geister sich ein, um ihn zu offenbaren. Gleich. Ein Riss. Ich tat das Undenkbare. Nun muss ich sicherstellen, dass man es nicht umkehren kann. Die nächste. Ich werde die Erinnerungen an dieses Ereignis, meine Erinnerungen aufteilen und in die drei Glühwürmer verbergen. Lassen halt nichts aus. Hier ist die nächste. Haben wir schon gesehen? So wie es begann. Gesichert in der Glyphik der verborgenen Wege. Ach ja, noch mehr Kämpfe, noch mehr Gegner. Oh Mann, Mann, Mann. Wer lacht denn da? Ey, ist gut, hast du so gelacht? Hört genau zu, Sterbliche. Verminas Macht hier ist begrenzt. Das ist nicht ihre Ebene und nur durch die Nekromantie, die sie auf Shelrenis Körper angewendet hat, hat sie es soweit geschafft. Sie hat einen Traum um uns gelegt, doch die wahre Erinnerung ist noch hier. Wie finden wir die wahre Erinnerung denn? Vermina ist noch nicht sehr lange hier. Sie hatte nicht die Zeit, eine perfekte Traumebene zu schaffen, um sich darin zu verbergen. Sucht nach Fehlern in der Illusion. Nach den Rissen in der Fassade. Ist das Hermios Mora da draußen? Was macht er hier? Wir sind in einer geheimen Erinnerung des großen Auges. Das ist nur ein Nachhall von ihm. Teil der Erinnerung. Wie ich schon sagte, Verminas Überlagerung aus Traumstoff ist nicht vollkommen. Und wir können daraus einen Vorteil ziehen. Lasst uns sehen, ob wir nicht ein paar Fehler entdecken, die sich ausnutzen lassen. Vielleicht kann Melens Geistersicht helfen. Gute Idee. Wenn ihr die Schwachpunkte findet, kann ich sie aufbrechen und die wahre Erinnerung darunter freilegen.
Natürlich wird uns dies wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben, wenn man bedenkt, was dem großen Auge so gemeinhin am Herzen liegt. Ich habe beim letzten Mal Jahrhunderte gebraucht, um mich zu erholen. Na schön, sehen wir uns um. Wieder einmal Kopmellen zur Rettung. Setzt meine Geistersicht in der Nähe von Fehlern ein, um ihn zu entdecken. Fangen wir mal an, ne? Du wieder. So, tschüss und weg und ja. Ich dachte, hier wäre was. Nee, okay, ist nicht. Dann gehen wir mal hier rauf. Jetzt würde ich wissen, wo die ganzen Fehler sind, ne? Hier scheinbar nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Hier haben wir gerade begonnen. Nee, hier ist nichts. Dann gehen wir hier außen rum. Springen? Na komm, springen wir runter. Hallo. So. Eine Urne? Na komm. Angenagter Knochen, ja, lecker. Wollte ich schon immer mal haben. Kleinen Moment, muss kurz was schreiben. Moment. Muss kurz was nachschauen. Die Fehler. Ich finde hier gar nichts. Da kommen runter, okay. Ich will erstmal hier unten bleiben. Irgendwie finde ich gar nichts. Verwendet Mellens Gas. Ja, würde ich ja machen, aber ich finde irgendwie nichts. Unten ist irgendwie gar nichts. Muss ich da hochlaufen? So, komm von unten. Ich würde den Freund helfen. Kleinen Moment. Hochgehen. Okay, ist hier unten also gar nichts. Ist nicht viel, aber immerhin. Hier kann ich auch. Diese Störungen. Hm.
So, jetzt aber. Irgendwie finde ich hier keine Störung. Mein Gott. Hä? Mein Gott, Kollege. Wir sind. Ach da. Störungen, ne? Füll da mal auf. Hier geht der Fläche schon mal hoch, okay. Ja, ist ein bisschen hoch, ne? Ja, ja. Ah, endlich. Endlich haben wir was gefunden. Ja, Moment, Moment. Jetzt aber. Die Zwiste, die folgten, eingeschlossen in der Glyphik der verlorenen Erinnerungen. Bam, 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 bam. Ich habe eigentlich vorbei. So. Ich nur die Frage, wie kommen wir jetzt noch höher? Bam, bam, bam. Hier haben wir noch eine Störung. Da ist er. Und mit Bedauern die Erinnerung an das, was ich tun musste. Versiegelt in der Glyphik der zerschlagenen Reflexionen. Wer wagt es, in meine Erinnerungen einzudringen? Wir haben, was wir holen wollten, Torbesart. Hier entlang. Wie kann Vermina es wagen? Findet sie, schützt die drei Glyphiker, geht und betretet Mythos. Mythos, wo ist der Tiefer? Ach, wieder runter. Gehen wir wieder runter. Auf und nieder, immer wieder. Ist wieder hoch. Jo, da ist da drüben ist es. Okay. Dann müssen wir da drauf. Ja. Müssen wir es hier runter da hinten rauf. Okay. Ja, alles ein bisschen verwirrend hier, aber es geht noch. Könnte schlimmer sein. So, erkundet Mythos. Ja, gucken wir mal. Nein, kannst behalten eine Hilfe. Da taucht nichts. Ja, gut doch. So. Ja. Also hier lang. Nein. Okay. Jetzt.
ist der Kern von Apokrypha. Erinnert ihr euch, wie Torvesaat eine Erinnerung anpasste und die Vergangenheit veränderte? Der Schaden, den sie hier verursachen können, ist gewaltig. Wenn es sein muss, dann muss es sein. Ich bin bereit. Ist mir auch im Schuss. Hör mal auf damit. So, D3-Herz. Ach, da oben. Okay. Hunger sind blöd. Hunger sind richtig blöd. Als Gegner. Im Magen auch. Lauerer. So, und tschüss. Ach ja, heieiei. Und weiter geht's. Hier lang. Ja, das Skill ist einfach nur geil. Das Skill ist richtig geil. So. Hör mal auf. Ne, das braucht man nicht. Stahl ist auch schwere Rüstung. Weiter geht's. Muss es sein. Und tschüss. Ja, du auch. Nein, will ich nicht. Ist blöd. Ach, noch ein Loverer. Ich weiß nicht, was schneller ist. Der Skill oder Dolche? Keine Ahnung. Beides wahrscheinlich. Mal so, mal so. So, Mythosgewölbe. Vermina. Haltet Vermina auf. Ja, mache ich ja. Habe ich vor. Die hat 2 Millionen HP, alles klar. Okay, sind die Fürstin, ne? Aber trotzdem ist schon heftig. Oh. Was soll denn das? Die Sama der Lavara, 2 Millionen HP, ja, ist klar. Looten kann nicht schaden. Ja, laut der Ewigkeit nicht so down ist. Ja. Das alleine? Na, Mann. Mehr Schaden? Oh ja, viel mehr Schaden. Viel mehr Schaden. Okay, du wirst ja Ewigkeiten dauern. Ja, mach mal Schaden, genau, mach mal Schaden. Immer noch 1,2. Mein Gott, so Ewigkeiten. Ja.
Ja, brauche ich auch. Ja, mein Essen ist ausgelaufen, ich weiß. Aber ist jetzt egal. Schaden. Immer noch 5.000. Mein Gott, das ist ein Kampf. Noch 450.000, mein Gott. So ungefähr ist auch ein Gebiet Boss, das ist eine Länge her. Gleich haben wir ihn. Nur 50.000 noch. Gleich haben wir ihn. Er ist down. Letzte Mal. Endlich. Nur sie Mist bekommen? Mehr nicht. Ui. Tretet näher, Erwählte. Hört meine Worte. Ich habe die gröbsten Auswirkungen von Verminas verderblicher Anwesenheit abgeschüttelt, aber nicht früh genug. Die Eindringlinge sind geflüchtet, doch das Gewölbe der Glyphik. Ihr müsst feststellen, ob das Geheimnis sicher ist. Ihr habt dieses gefährliche Geheimnis in einer Glyphik versteckt? Nicht in irgendeiner Glyphik. In einer der drei ursprünglichen Glyphika, in denen die Gesamtheit jener Erinnerung steckt, die ich alle vergessen ließ. Eine Erinnerung, durch deren Wiederherstellung die Wirklichkeit vernichtet werden würde. Betretet das Gewölbe,
Sichert die Glyphik! Was werde ich denn da drin finden? Das, was ich nicht sehen kann. Die Verderbnis, die durch Apokrypha strömt, schwächt mich weiter. Ich muss alles daran setzen, die Verbindung zu meiner Ebene aufrecht zu halten. Tretet ein und untersucht die Glyphik. Ich erteile euch die Erlaubnis, in diesen Teil der Erinnerung zu blicken. Ist das nicht gefährlich? Es lässt sich nicht vermeiden. Die Schicksalserwählte muss sich vergewissern, dass die Glyphik sicher und die Erinnerung unversehrt ist. Wir werden uns wieder unterhalten, sobald ihr fertig seid. Was soll ich hinter dieser Tür tun? Untersucht die Glyphik der verborgenen Wege. Sie wird euch einen Teil des Geheimnisses offenbaren. Bedauerlicherweise gibt es keinen anderen Weg, um festzustellen, ob die Glyphik noch unversehrt ist. Doch das Schicksal wird es überstehen, wenn einer seiner Fäden leicht zerfasert. Das muss es. Nun geht. Ja, gehen wir mal rein da. Glyphik der verbotenen Gewölbe. Untersucht die Glyphik und seht, wie all dies begann, Erwählte. Warum habt ihr uns alle zusammengerufen, Fürst des Schicksals? Wir müssen uns dieses Problems annehmen, Traumweberin. Ich sah, was geschieht, wenn wir nichts tun. Schon jetzt lösen sich Schicksalsfäden auf. Das Chaos, das sie verursachen, kümmert sie nicht. Das ist es. Damit kann ich meine Erinnerung wecken. Ich stelle den Rest wieder her, Fürst der Geheimnisse. Ich stelle alles wieder her. Torvesart, nur einer der Ungesehenen konnte hier meinem Blick entgehen. Erwählte, wir müssen reden. Schon wieder? Meine Macht bleibt gemindert durch die Gifte, mit denen Perjites Anhänger Apokrypha verpestet haben. Doch ihr habt mir geholfen, das schlimmste Miasma abzuschütteln. Ihr habt die Inhalte der Glyphe gesehen, genau wie Torvesart. Das hatte ich nicht erwartet. Heißt das, die Billigkeit ist in dem Untergang geweiht? Noch nicht. Ein Faden der Tapisserie ist gerissen, doch zwei weitere verbleiben. Wenn ihr meine Feinde davon abhalten könnt, die letzten beiden Glyphiker zu entsiegeln, besteht noch eine Chance, Apokrypha und den Rest der Wirklichkeit zu bewahren. Ihr habt gesehen, wie dies begann. Die große Auslassung. Ihr habt Turbos hat einen der Ungesinnten genannt. Was bedeutet das? Nur etwas aus sehr lange vergangenen Zeiten. Etwas, von dem ich nicht dachte, ihm je wieder zu begegnen. Es ist nicht wichtig. Noch nicht. Jetzt braucht das Schicksal eine Vorkämpferin. Sterbliche. Was soll ich für euch tun? Tut, was ihr bisher getan habt. Folgt eurem Herzen. Kehrt zu Lehrer Miel zurück. Besprecht euch mit ihr. Besiegt jene, die sich uns entgegenstellen. Ihr werdet das beste Vorgehen erkennen, wenn das Schicksal es erfordert. Jetzt muss ich meine Kräfte schonen. Apokrypha wird angegriffen. Und ich spüre seinen Schmerz. Lasst die Erinnerung. Nutzt das Portal und kehrt zu euren Verbündeten in der Schiffrenhalde zurück. Ja, wenn wir wieder zurückgehen, ne? Wo ist das Portal? Komm, gib mir eine Abkürzung. Ah, da oben. Sehr schön. Ja, Necrom ist wirklich lang, aber auch gut. Richtig geil. Wir
müssen das besprechen, Sterbliche. Hä? Nee, höher, ja, meine ich doch. Ich muss hier durch, alle wieder zurück. Wie doch alles zu Fuß latschen? Oh, Leute. Hätte ich nicht ein Portal machen können? Genau. Moment. Ja. Das Tarragon-Hühnchen. Da noch? Ist gar nichts, ne? Ich meine, eine Truhe haben sie hier versteckt. Dies ist Mythos. Blöde Urne. Noch eine Erinnerung oder mehr von derselben? Tja, das werden wir nie erfahren. Bam, 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 bam. Dies ist der Kern von Apokrypha. Erinnert ihr euch, wie Torvesaat eine Erinnerung anpasste und die Vergangenheit veränderte? Der Schaden, den sie hier verursachen können, ist gewaltig. Ich will zurück. Verstehe ich nicht ganz. Dies ist der Kern von Apokrypha. Da komme ich daher. Erinnert ihr euch, wie Torvesaat eine Erinnerung anpasste und die Vergangenheit veränderte? Der Schaden, den sie hier verursachen können, ist gewaltig. Genau hier. Muss ich mich noch rausporten oder was? Mal kurz hier mal rein. Jetzt auf einmal. Ja. Jetzt auf einmal. Wo ist das Portal? Da gehe ich wieder zurück zum Glyphiker verbannten Pfade. Ach, jetzt auf einmal hat er ein Portal gemacht, Alter. Mein Gott, du. Ohne Worte, egal. So. Gehen wir mal hier wieder rein. Schicksalserwählte ist zurück. Ich habe sie geborgen, Entsandte. Nun verratet mir, was ist geschehen, nachdem wir uns im endlosen Panoptikum getrennt haben? Wir haben Hermia aus Mora aus Verminas Traum befreit, doch Torvesaat hat einen Teil der Erinnerung geborgen. An einen Teil der Erinnerung wurde sich erinnert? Doch die Wirklichkeit hat sich nicht aufgelöst. Also bleibt uns noch Zeit, das alles richtigzustellen. Vermina und ihre Verbündeten greifen weiter Apokrypha an, aber Hermaeus Mora zu befreien war ein Sieg. Gut gemacht. Dies ist für euch, Entsandte. Körperkunst wieder, ja. Geheimnisse und verbotenes Wissen. Etwas derart Schreckliches, dass Hermaeus Mora sogar die Erinnerung daran aus der Existenz getilgt hat. Doch nun hat Torvesaat einen dünnen Splitter aus der Finsternis aufgelesen und nötigt uns alle, uns zu erinnern. Auch wenn es mich schmerzt, können wir das nicht zulassen. Hermaeus Mora hat mich entsandt, um die Glyphik zu überprüfen, die den ersten Teil Erinnerungen enthält. Ich habe sie auch gesehen. Das habt ihr? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich will euch 1000 Fragen stellen, doch die Verderbnis, die Apokrypha heimsucht, wird mit jedem Augenblick schlimmer. Und Vermina ist immer noch frei. Ich bin hin und her gerissen, was zu tun ist. Der Rest der vergessenen Erinnerungen ist in 2 weiteren Glyphikern enthalten.
eine Gelegenheit vielleicht? Es wird Vermina Zeit kosten, die restlichen Glyphiker zu finden. Das verschafft uns die Möglichkeit, die Verderbnis zu beenden und Hermeus Moras Macht wiederherzustellen. Seid ihr bereit, Fäulniskrone zu jagen, während ich Vermina aufspüre? Ich helfe euch, Fäulniskrone zu finden, Lehrer Mil. Was im Panoptikum begann, hat sich in andere Teile von Apokrypha ausgebreitet. Gardein und ich haben seine Wirkung schon hier zwischen den Stapeln gesehen. Während ihr der Verderbnis in der Schiffrenhalde nachgeht, werde ich versuchen festzustellen, wo man Vermina finden kann. Ja, dann machen wir das mal. Ich werde mit euch gehen. Es ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Fürsten, eine ganze dädrische Fürstin, der akademischen Gemeinde bisher unbekannt. Und wegen unserer derzeitigen Umstände kann ich nichts davon zu Papier bringen? Meine Einmischung in das eigene Schicksal hat mich wahrlich verflucht. Ja, nur von deiner, Selbstverzweiflung. So. Tiefer, ja, ach, da unten ist schon mal eins. Eines von Fäulniskrones Rauchfässer und nicht einmal versteckt. Zerstört es. Schon dabei, höher und hier unten. Da ist es. So, verdorbene Suche. Er stürmte vor und war dann wie eingefroren. Ich glaube, er ist krank. Ja, wir sind auch krank. Chiffre Hulnan. Der arme Hulnan. Der Sucher stieß einfach herab, ermordete ihn und flog davon. Sie haben die Siedlung noch nie zuvor angegriffen. Berichten wir Lehrer Mil in ihrem Studierzimmer, was wir erfahren haben. Bin schon da. Meine Freundin, die Verderbnis hat sich verschlimmert. Seht nach Skrut, während ich mich um Lehrer Mil kümmere. Flieht, Sterbliche. Der Schmerz überwältigt mich. Bald werde ich Freund und Feind nicht mehr auseinanderhalten können. Und meine vielen bezaubernden Augen, sie blinzeln und werden eins nach dem anderen dunkel. Bald werde ich ganz blind sein. Wie kann ich helfen, Skrut? Ich weiß es nicht. Doch der Schmerz und die Blindheit, wurde das große Auge so von seiner Ebene getrennt, damit Verminas Traum ihn einhüllen kann, um den Qualen zu entkommen? Sie hat nicht zufällig auch einen Traum für mich, oder? Dein ist ein Mönch, vielleicht fällt ihm etwas ein. Der andere Sterbliche? Oh, mein Schicksal in solch zerbrechliche Hände zu legen. Wirklich, ihr solltet gehen. Apokrypha ist nicht mehr sicher und ich will euch nichts tun. Wartet. Eine kaum wahrnehmbare Welle in den Fäden. Jemand kommt. Wer kommt, Grut? Eure Verbündeten leiden grundlos, Sterbliche. Erlaubt mir zu helfen. Dieses Leiden übersteigt meine Fähigkeiten, meine Freundin. Seht, was der Dremora anzubieten hat. Vermina und Perite sind mit ihrer Verderbnis zu weit gegangen. Sie breitet sich durch das Gewebe von Apokrypha aus. Man muss sich nur eure beiden Verbündeten ansehen, um mitzuerleben, welches Leid sie anrichtet. Ich kann ihr Leiden lindern, Sterbliche. Ihr habt die ganze Zeit mit Vermina und Perite zusammengearbeitet. Warum sollte ich irgendetwas von dem glauben, was ihr sagt? Das war ein reines Zweckbündnis. Ich brauchte ihre Unterstützung, um zurückzuholen, was uns in uralten Zeiten genommen wurde. Hermeus Mora tat, was er für richtig hielt, ebenso wie ich. Ich hege nicht den Wunsch, ihn dafür zu bestrafen, dass er seinem Wesen treu blieb. Was genau bietet ihr denn an? Ich weiß, wo man Fäulniskrone findet, damit ihr ihn aufhalten könnt, bevor er dieser Ebene so viel Schaden zufügt, dass er nicht wieder zu beheben ist. Und ich kann euch zeigen, wohin Vermina gegangen ist. Es ist mir nicht mehr wichtig, die uralte Erinnerung mit ihr und Perite zu teilen. Warum solltet ihr mir nach all dem helfen? Weil ich auch Hilfe brauche. Ich biete einen Handel an.
ein Ende dieses Ansturms auf Apokrypha für die Unterstützung der Schicksalserwählten. Entscheidet euch, Sterbliche. Fäulnis Krone arbeitet sich just in diesem Moment zum Kern dieser Ebene vor. Bald wird es zu spät sein, den Schaden zu beheben. In Ordnung, sagt mir, wo ich Fäulnis Krone finden kann. Ich vermerke eine Stelle auf eurer Karte. Dort könnt ihr einen Weg zu jenem Ort öffnen, den Hermaeus Mora Mythos nennt. Dieses Mal nicht in einer Erinnerung, sondern im Hier und Jetzt. Dann könnt ihr Fäulnis Krone aufhalten, bevor die Verderbnis unumkehrbar wird. Was meintet ihr mit einen Weg öffnen? Es wird uns alle brauchen, um Mythos zu erreichen. Erlaubt mir, das Leiden eurer Verbündeten zu lindern. Ich sehe wieder! Geht, Entsandte. Ich schließe mich euch später an. Was hier, das alles? Naja. Vielleicht später. So, bam, bam, bam. Wo genau müssen wir hin? Dahin? Jo, hier natürlich. Folgt uns dahin, Wegschrein. Geht natürlich viel schneller, dafür sind sie da. Ja, kostet ein bisschen Gold, mein Gott, das bisschen da, mein. Ist nicht so wichtig. So, Lehrer mit einem Torbesatz. Interessanter Ort. Ich werde ein paar Notizen machen. Und versucht nicht zu starren. Nö, versuch ich schon nicht. So schnell sterben wir nicht. Torbesatz sagte die Wahrheit. Wir können Mythos von hier aus erreichen. Aber erst müssen wir die Schicksalsfäden ausrichten. Unterstützt mich, Entsandte. Als Schicksalserwählte könnt ihr die Fäden ausrichten. Berührt sie nacheinander. Sterbliche, die die Schicksalsfäden selbst manipulieren. Wie ungewöhnlich für Hermaeus Mora, dass er solche Macht in eure Hände legt. Er ist wohl verzweifelt bemüht, uns bezüglich der Verbrechen, die er vor so langer Zeit beging, im Dunkeln zu halten. Wenn wir einander helfen wollen, muss ich wissen, worauf ihr es wirklich abgesehen habt. Ich gehe davon aus, dass meine Ziele recht deutlich sind. Ich will wiederherstellen, was in der fernsten Vergangenheit von Hermaeus Mora aus der Existenz gelöscht wurde. Jene Erinnerungen, von denen ich nur vermutet hatte, dass sie echt sind, weil mich ein Traum einsuchte. Warum glaubt ihr, dass dieser Traum so wichtig ist? Weil Daedra in der Regel nicht träumen. Und dieser Traum war unerbittlich. Er kehrte Nacht um Nacht wieder. Die Vision einer Statue Verminas und der immerwährende Blick von Hermaeus Mora. Ursprünglich suchte ich die Hilfe der Fürstin der Träume, um mir seinen Sinn zu erschließen. Habt ihr euch also mit Vermina und der verborgenen Sippe eingelassen? Offensichtlich. Doch Vermina konnte nur feststellen, dass Perjite und sie sich ebenfalls nur sehr schwach derselben Erinnerung entsinnen konnten. Dieses Wissen verband uns. Wir bündelten unsere Ressourcen und planten, die gestohlene Erinnerung aus Apokrypha zu bergen. Doch wer seid ihr? Ihr habt keinen Clan und Hermaeus Mora nannte euch den Ungesehenen. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich habe keine Erinnerung an das Leben, bevor ich meinen Clan verlor. Ich weiß nicht einmal, aus welchem ich ursprünglich stamme. Ein Teil meiner Vergangenheit fehlt. Ein Teil von mir. Und ich werde nicht ruhen, bis ich ihn geborgen habe. Manche Erinnerungen kehren zurück, aber nicht alle. Ja, wie das meiste gelernt. Faden des Schicksals. Ein bisschen hoch, ne? Da ist einer in der Nähe. Mach mal, fang mal dem an. So. Ausrichten. Yeah. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben, aber wir haben irgendwas gemacht, dass wieder es geklappt hat. Wieder einmal, ne? Da ist Nummer 3.
uns zu Lerandir zurückkehren und herausfinden, ob alles richtig ausgerichtet ist. Wird schon schief gehen. Fast geschafft. Helft mir, das Portal auszurichten. Auch dieses machen wir. Der Weg nach Mythos ist offen. Schicksalserwählte, sprecht mit mir. Schon wieder? Die Verderbnis bringt Verheerung über meine Ebene, Erwählte. Jedwede Erleichterung, die mir seit der Befreiung von Verminas Traum zuteil wurde, ist wieder verflogen. Meine Verbindung zu Apokrypha wird immer schwächer. Und das elende Gift macht mich hilflos. Das große Auge ist blind. Gibt es etwas, was ich tun könnte? Obschon Vermina sich vor mir versteckt, erhaschte ich kurze Blicke auf Perjites Schoßhund, wie er in Mythos einbrach, bevor meine Sicht schwand. Er verbreitet Verderbnis in den Fundamenten der Ebene. Während Apokrypha dahinsiecht, zerfällt es. Eine solche Zerstörung wird Wellen in der Wirklichkeit auslösen. Wir wollten gerade Mythos betreten, um uns um Polneskrone zu kümmern. Gut. Sobald ihr drin seid, werdet ihr meine Augen sein. Ich werde euch weder unmittelbar helfen können, noch kann ich euch zeigen, wo die Invasoren sind. Torvesart meint, er könnte uns aber helfen. Torvesart. Natürlich. Der Ungesehene. Ich spüre seine Anwesenheit nicht. Das Schwarzbuch, das ihr bei euch führt. Setzt es ein, wenn ihr meine Stärke braucht. Seht nur nicht direkt auf die Seiten. Selbst die Schicksalserwählte kann Schaden nehmen, wenn sie auch nur den kleinsten Moment verbotenem Wissen ausgesetzt wird. Ich werde daran denken. Ich rufe alle Schicksale, die mit eurem verwoben sind, Erwählte. Nur gemeinsam können wir die Wirklichkeit retten. Ein Auf nach Mythos. So, Fäulniskrone, wo ist er? Natürlich nicht. Meine Verderbnismanufakturen werden Sie beschäftigen, Fürstin Vermina. Schaltet Fäulniskrones Manufakturen aus und die Verderbnis wird verfliegen. Zertrümmert einfach die Traumkristalle, die Sie an Mythos binden. Rettet Apokrypha, während ich Vermina verfolge. Kommt, Gadein. Wir nehmen das Westportal und überlassen den Osten Lerandil und der Schicksalserwählten. Guter Einfallscode. Hier lang, Entsandte. Ja, auf zum östlichen Mythos. Ach du Kacke. Okay. Da bin nur ein Weg diesmal. Sehr geradlinig. Mythos scheint endlos doch. Ich spüre eine große Konzentration der Verderbnis rechts. Lasst eure Kraft durch die Schicksalsfäden wiederherstellen. Von Moras zuckenden Tentakeln. Ich bin froh, dass das erledigt wird. Keine Chance gegen unsere geballte Macht der Zerstörung und Vernichtung. Na, was soll denn das? Wer lacht denn da? Ein Ogerrüpel. Was macht denn hier? Erneuern, Entsandte.
So geht das. Kurzen Prozess. Ist Mythos nicht prächtig, Entsandte? Was würde ich geben, um diesen Ort weiter erkunden zu können? Ja, das würde ich auch sehr gerne. Aber wir haben noch keine Zeit. Oh. So, geradeaus, okay. Leuchtenpirscher. Ein Riese. Vollnis Krones elende Monstrosität. Kein Wunder, dass Apokrypha leidet. Na, ja, du hast... Wasche mal deine Füße, die stinken. Oh, tschüss. Ein Oger am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Das sieht aus wie ein Traumkristall. Zerstört ihn. Ja, Moment. Sofort. Oberschamane, Oberrüpel. Spürt, wie die Schicksalsströme euch durchfluten. Ja, ja. Die heilt uns auch noch. Ja. So, haben wir es endlich. So. Dieses Bauwerk der Verderbnis wurde beseitigt. Lasst uns zur Westseite hinübergehen. Kann man da lang? Ja, hier muss ich lang. Hier kann ich lang. Okay. Fäulniskrone muss den Weg zertrümmert haben. Und jetzt? Ganz einfach zu korrigieren. Ah, nicht schlecht. Das hat mir mehr abverlangt, als ich gedacht hätte. Schöner Partytrick. Ich spüre, dass etwas nicht gegangen ist. Du bleibst zurück. Ja, dann bleib da oben. Schau die schöne Aussicht an. Ah, oh, danke. Da, 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 da. Ein Buch. Was soll denn das? Die Verderbnis lockt sie aus. Muss man hier lang? Ah. Ja, wer ist denn da? Hier kommt die Schicksalsgewählte. Sie sorgt sich vor Brüsten. Hier, wir könnten etwas Hilfe brauchen. Aber wo ist Leon? Ich brauche einen Augenblick. Ich bin bei euch, Kollegin. So. Wieder ein Level Up. Verstandesschrecken. So, wieder verdammt viel HP, ne? Muss man eigentlich heilen? Heilen! Wo ist die? Ach da. Oh, müssen wir. Mann, ist gut. Das war zu spät. Nein. Oh, ja, ich treffe genau. Man griff uns an, als wir eintrafen. Wir haben die Manufaktur nicht erreicht. Der Weg ist versperrt. Lasst mich ein Portal öffnen. Zu westlich Manufaktur. Ach, ich bin erschöpft. Auf und auf und. Da sind wir auch schon da. Oh, jo. Seht, das Herz von Mythos.
Allein schon der Anblick lässt einen schwinden. Wollte ich immer mal Urlaub machen. Sieht schon beeindruckend aus. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Und Rainer. Fäulniskrone, wo bist du? Ihr habt bereits eine dieser Manufakturen zerstört? Dann wisst ihr, wonach ihr suchen müsst. Voran und weiter! Ja, komm zu Papa. Komm zu Papa. Ja, weiter. Ei, ei. Fein gemacht. Geht nicht. Schade. Schade. Komm her. Komm mal normal an. Wo ist er denn? Nein, wo will ich da hinkommen? Wendet meine Geistersicht an, um genau zu treffen. Ja, hab ich da hier gemacht? Da! Ich war doch genau drin, hab ich da gemacht. Mann. Wams eines Gefährten. Nee. Wams ist Mittel. Nein, brauche nicht. Bekommt er nicht. Können wir mal weggehen da, das Fenster? Ah, endlich. Lass mal. Ja, beschädigt, müssen wir wieder reparieren. Nee, so nicht. Naja, es kommt gut. So. Länger. 22. Sehr schön. Herausragend. Glückwunsch. Da. Müssen wir wahrscheinlich hier rauf. Achso, an einem Kreis laufen. Alles klar. Ja, genau. Ich weiß, der den Weg neu für euch ausrichtete. Danke der Nachfrage. Jo. Ist doch nett. Was ist doch richtig nett. Ja, und du noch. Tschüss. Euer Schicksal ist besiegelt. Eins auf. Dann ist er gleich tot. Und tschüss. Klandern. Ich bin ja schon drin. Ja, den will ich noch gerne machen, den Fäulniskrone. So.
Noch mehr Gegner. Richtig Boom. Kann man die nicht schon? Nicht mit solchen Springer. Ja, es wird ganz schön gut hier. So viel noch. Lehmanis Gabe beschützt uns beide. Ich dachte schon, da kommen unendlich viele, aber ist er noch nie vollkommen. Wending. Aber werdet nicht nachlässig. Noch eine dieser schrecklichen Anlagen in der Nähe. Moment, die Körperbemalung. Ja, tschüss. Wollte ich mal gucken, was ist denn jetzt hier kaputt gegangen? Kann man nirgendwo wirklich sehen, ne? Hier, die Rohleder am Schienen, können wir eigentlich reparieren? Ich hab doch Kronen und nicht. Ist egal. Muss ohne klappen, muss ohne gehen. Das sei ja auch jeden Tag. Fertig? Nein? In Ordnung. Ich folge euch auf dem Fuße. Kommt näher zu mir, meine Freundin. Zwei Kleinbahn. Ich weiß schon, wie ich mit Kleinbahn verfahren muss. Halblieder am Schienen. Oh. Bisschen mehr Resistenz und sind voll repariert. Letzte aufbäumen. So, dafür können wir aber da sein, oder? Fäulniskrone. Ich denke, es wird Zeit, diesem Seuchensgeber ein Ende zu machen. Stellt euch per jedes. Nehmt Fürst per jedes. Fäulniskrone hat das Pulver auf Skura. Lehramels Amulett hat uns beide Schiffe. Wollen wir schrecken? Ja, beschütze ich natürlich ein bisschen zu dich, ne, ist klar, aber kein Thema. Wirken Schleime, Doktor. Einfacher im Moment zumindest als gedacht. Ich brauche Macht, tötet den Lohn des Schicksals. Ich glaube schon, das wäre alles. Kommt her,
kommen gleich immer wieder die Ratten, ne? Wie kann er sein? Der liegt da rum. Ja, noch das geht nochmal gut. Dank dem Skill, das geht nicht gut, ey. Der ist richtig nützlich. Doch. Ja, später. Natürlich wird es eine Woche voller heißer Bäder brauchen, um seinen Gestank abzuwaschen. So. Ach da. Hier ist nichts mehr? Nö. Schade. Ja, geh mal raus, ne? Fäulniskrone besiegt. Sehr schön. Jetzt beginnt noch Vermina. Das muss Vermina sein. Thomas sagte mir, dass das Schicksal euch erwählt hat. Nun, es war eine schlechte Wahl. Es ist aus mit euch, Sterbliche. Mit dir aber auch. Solange ich Verenis sterbliche Hülle trage. Ich wollte gerade heilen, hier, haben genug davon. Ja, komm, gib Gas. Das dauert immer so lange, bis die wieder steht, ey, das dauert so lange. Was hat die mit mir gemacht? Ist mir nicht was. Ihr könnt euch meinen Albträumen nicht. Ihr könnt meiner Kraft nicht widerstehen. Doch, kann ich. Siehst du doch. Ihr könnt euch meinen Albträumen nicht. Ich kann eure Wünsche erfüllen oder eure Albträume nähren. Vernichtet Verminas Albträume, um meine Geister sich mit Macht zu versorgen. Das nimmt auch ganz schön viel aus. Kann ich ihn vernichten? Jetzt geht's aber ganz schön rund hier. Nein, die müsst dabei zu sterben. Hälfte ist schon weg. Immer schön bewegen bleiben, ist auch wichtig. Nein, du stirbst zuerst.
der Mist wieder. Komm, voll um. Oh, noch der Albtraum auch noch. Jetzt stellt euch einem wahren Albtraum. Komm her. Ey, was soll das? Beruhig dich. Ach, nein, einen Krallen von mir. Zu finden. Hermeus Mora hat mich gefunden? Nein! Ich bin hier, Erwählter. Entfesselt meine Macht. Zählt das Buch ein. Gemeinsam werden wir diese gemeine Diebin vertreiben. Vermina wurde verbannt und Perjites Verderbnis verfliegt. Gut gemacht, Erwählte. Betretet das zweite Gewölbe. Überprüft, ob die zweite Glyphik sicher ist. Oh, Hilfe, mein Gott, immer nicht Ende. Unser Handel ist erfüllt, Sterbliche. Ich half euch, Apokrypha zu retten und ihr helft mir, dieses Gewölbe zu betreten. Ich werde diese Glyphik öffnen und den zweiten Teil der verlorenen Erinnerung bergen. Torvesart. Er hat uns beiden etwas vorgemacht, Erwählte. Verlasst Mythos und sprecht mit mir. Das war doch klar. Also was kommen musste. War auch so schön, um unwahr zu sein. Wir müssen besprechen, was geschehen ist. Perjites Seuchenscherge ist besiegt. Vermina ist verbannt. Das habt ihr gut gemacht, Sterbliche. Das Schicksal traf eine kluge Wahl, als es euch als meine Unterstützung auserkor. Aber Torvesart hat die zweite Glyphe gelangt. Er ist mit ihr entkommen. Was geschehen ist, sollte geschehen. All die möglichen Zukünfte verdichten sich zu einem einzigen Zeitpunkt, um einen Augenblick im Schicksal absolut zu machen. Das war unvermeidlich.
Torvesaat hat die Fähigkeit, nicht bemerkt zu werden. Nicht einmal von meinem allsehenden Blick. Was für ein Remora ist Torvesaat? Auch wenn ich eigentlich alles weiß, kann ich da nur mutmaßen. Merkwürdigerweise empfinde ich das als erfrischend. Es hat etwas mit der vergessenen Erinnerung zu tun. Doch sofern ich nicht in die Glyphiker sehe, fehlen die Einzelheiten. Sogar mir. Und was jetzt hier muss, Mora? Jetzt muss ich meine Ebene wiederherstellen. Die verborgene Sippe treibt sich noch herum, doch ohne Anführer sind ihre Mitglieder nur noch Ungeziefer. Ihr jedoch seid nach wie vor die Schicksalserwählte. Kehrt zu euren Verbündeten in der Schiffrenhalde zurück. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr Torvesaat aufsuchen und euch um ihn kümmern. Nun gut, ich kehre zur Schiffrenhalde zurück. Verzweifelt nicht, Erwählte. Durch eure Bemühungen wurde Vermina und Perjite die verlorene Erinnerung verwehrt und so die Wirklichkeit bewahrt. Dass Torvesaat einen Teil des Geheimnisses gesehen hat, ist bedauerlich, doch keine Katastrophe. Nun kehrt in Leramils Studierzimmer in der Schiffrenhalde zurück. Ich dachte, ihr hättet mich ausgewählt, um das zu verhindern. Das Schicksal hat euch ausgewählt, um Apokrypha zu retten und die Wirklichkeit zu bewahren. Ihr habt all dies und mehr erreicht. Das Schicksal folgt genau jenem Pfad, den ich vorhergesagt habe. Doch wir sind noch nicht fertig. Ihr habt noch mehr zu tun, bevor unser Vertrag erfüllt ist. Aber wenn Torvesaat und ich einen Teil des Geheimnisses gesehen haben, warum löst ihr die Wirklichkeit dann nicht auf? Habt ihr mich angelogen? Der Fürst des Schicksals lügt nicht. Zwei Wesen erinnern sich nur an einen kleinen Teil eines großen Ganzen. Es bleibt immer noch Zeit und Gelegenheit, dies richtig zu stellen, bevor die Erinnerung sich ausbreitet. Sind nicht schon zwei Wesen mit solchem Wissen gefährlich? Gefahr gibt es in jeder Ecke des Schicksals, Erwählte. Das ist das Wesen der Existenz. Doch die Gesamtheit dessen, was in der fernen Vergangenheit verborgen wurde, bleibt weggeschlossen. Die Fäden, die alles verbindet, sind zerfasert. Doch sie sind nicht zerrissen. Die Wirklichkeit kann noch gerettet werden. Ja, immer Schwein gehabt. Halte zurück. Wir sprechen später. Ja. Mann. Mann. Da. So, gehen wir wieder zurück. Wieder einmal zur Schiffrenhalde. Was ist hier los? Ist ein Fest? Ich bin froh, euch unverletzt zu sehen. Ich freue mich darauf, von eurer Begegnung mit Vermina zu hören. Oh, lasst mich! Wir haben sie besiegt! Ich durfte euren Sieg über die Traum... Was ist geschehen, nachdem ihr das Portal betreten hattet, Entsandte? Scrooge erzählte mir, der Wissende sei wieder mit seiner Ebene verbunden. Doch abgesehen davon tappen wir im Dunkeln. Ich habe das Schwarzbuch verwendet, um Hermias Mora dabei zu helfen, Vermina aus der Begriffe zu verbannen. Natürlich. Er brauchte euch, um ihn zu Vermina zu führen. Ihn dorthin zu geleiten, wo sie sich versteckt. Denn im Körper von Meisterin Shireni ist sie für ihn verborgen. Und was ist mit der zweiten Glyphik? Ist die geheime Erinnerung sicher? Torvesaat erreichte die Glyphik vor mir. Er nahm sie an sich und dann kam. Ein Pech, aber keine unrettbar verlorene Lage. Da Hermeos Mora nun wieder bei Kräften ist, kann er Torvesaat aufspüren und sich ein für alle Mal um ihn kümmern. Es sei denn, kann Torvesaat noch immer irgendwie dem Wissenden entgehen? Sogar ohne Fäulniskrones Verderbnis? Ja,
Doch Amias Mora meinte, dass alles, was geschehen sollte, auch so geschehen ist, wie er es vorher gesagt hatte. Torvesats Wesen. Er ist anders als jeder andere Dremora, dem ich je begegnet bin. Er half uns, um sich selbst zu helfen. Doch ich glaube ihm, wenn er sagt, dass er niemandem schaden wollte. Er erkennt bloß nicht, welche Gefahr diese Erinnerung darstellt. Das heißt wohl, wir müssen ihn finden. Wir haben Zeit. Torvesat meint, wird eine Weile brauchen, um auf die Glyphik zugreifen zu können. Dann nehmen wir uns doch einen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken, was wir alles schon geschafft haben. Was ihr alles schon geschafft habt, Entsandte. Ihr habt Fäulniskrone besiegt, Vermina vertrieben und Apokrypha gerettet. Und damit auch Nirn. Nehmt dies. Der Wissende besteht darauf, dass ihr diese Belohnung annehmt. Kurs müsste eine schwere Rüstung sein, wenn wir gleich gucken. Während wir über geeignete Wege nachdenken, um Torvesat aufzuspüren, gilt es zwei andere Aufgaben zu erledigen, Entsandte. Bei einer geht es darum, die Aufzeichnungen von Apokrypha auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der anderen darum, nach Necrom zurückzukehren und die ursprüngliche Schicksalsanomalie richtigzustellen. Die Aufzeichnungen von Apokrypha? Scroot kann euch mehr Informationen darüber geben, da sie ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sind. Nach der Instandsetzung eines Schicksalsfadens muss sie die endgültigen Einzelheiten in der Chronik von Apokrypha verzeichnen. Es ist eine große Ehre, seinen Namen dort eingeschrieben zu sehen. Und was war das von wegen Necrom? Necrom. Einer der ersten Schicksalsfäden, die wir untersuchten, um die Identität der Feinde von Apokrypha aufzudecken. Und es ist der einzige, den wir nicht entwirren konnten. Wir müssen Gardein begleiten, damit er das Fulcrum Obscura zurückbringen kann. Aber sprecht erst mit Scroot. Nun gut, ich werde mit Scroot sprechen. Scroot kann euch alles über das eigentliche Einschreiben ihrer Aufzeichnungen in die Chronik von Apokrypha erzählen. Ihr solltet mit ihr sprechen. In der Zwischenzeit treffe ich Vorkehrungen, um mit Vicar Gardein nach Necrom zurückzukehren. Ja, achso, Russi, Jakob. Des Hutpflegers, ja, wieder was, wieder ein Stil. So, Russi. Jo, das Leben, aber Resistenz. War vielleicht viel besser als da, was wir feuerten. Nein, nehmen wir das natürlich. So, Scroot. Meine Rolle bestand seit jeher darin, die Dinge zu beobachten und die Schicksalsfäden instand zu setzen. Aber es ging nie darum, sie übermäßig zu beeinflussen, ganz gleich. Wie verlockend es auch sein mochte. Während ich wartete, war es also nur eine nervöse Angewohnheit, wahllos die Schicksalsfäden in der Nähe zu überprüfen. Ich dachte, wir sollten über die Chronik von Apokrypha sprechen, Scroot. Die Chronik kann warten. Das ist wichtiger. Warum hätte ich es sonst überhaupt erwähnen sollen, Sterbliche? Es ist fast so, als würde mir nie jemand zuhören. Jedenfalls ist mir ein Anomaliefaden nicht weit von hier aufgefallen. Am prismatischen Irisstrand. Hast du irgendwas gesagt? Ist gut, ist egal. Ein Anomaliefaden? Eine Schicksalsanomalie. Die heilige Aufgabe, die mir übertragen wurde. Meine Aufgabe ist es, derlei Dinge zu entdecken und zu berichtigen. Es ist wirklich wichtig, doch euch interessiert es nicht. Nö. Ich glaube, es ist die gestohlene Glyphik. Sie aus Mythos zu entfernen, hat die Unregelmäßigkeit ausgelöst. Zum Glück habe ich sie entdeckt. Weil es die Glyphik ist, haben wir eine Gelegenheit, Torvesat zu finden und sie zu bergen. Nicht wir, Sterbliche. Nur ihr. Und Melden, schätze ich. Nur die Schicksalserwählte kann das klären. Und das seid ihr. Der prismatische Irisstrand ist nördlich von hier. Trefft uns in der Halle der Schiffrin. Sobald ihr euch um Torvesat gekümmert habt. Danach bringen wir die Chronik auf den neuesten Stand. Ist vorhin das Kronis-Verständnis verflogen? Apokrypha ist recht widerstandsfähig. Und da das brennende Gefühl in meinen Tentakeln und der Schmerz in meinen Augäpfeln nahezu ganz verschwunden ist, würde ich eure Frage bejahen. Außerdem höre ich das melodische Summen des großen Auges überall um mich herum widerhallen. Das ist ein gutes Zeichen. Was erwartet mich am prismatischen Irisstrand? Oh, das Übliche. Verschiedene Bewohner von Apokrypha, versprengte Mitglieder der verborgenen Sippe oder Traumschnitzer, die sich herumtreiben.
aber ihr könntet Melens Geistersicht brauchen, um der Fährte der Glyphik zu folgen. Mir war sie kaum aufgefallen. Sie muss sich also noch in Torvesarts Besitz befinden. Darf ich euch etwas bringen, Leramil? Nein, danke, Gadein. Ich habe mich von meinen Anstrengungen fast erholt. Okay, Leute, dann möchte ich aber sagen, dann mache ich jetzt hier Schluss für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Stream. Elder Scrolls Necron wieder. Bis dahin, tschö mit Ö.